Okay, hallo zusammen zu unserem Jahresrückblick im Jahr 2023 auf das Jahr 2022. Wir machen das ja sinnigerweise immer jedes Jahr, wie der Name Jahresrückblick vermuten lässt. Ich habe diesmal den Klaus wieder dabei und auch zum ersten Mal die Jessica. Es freut mich sehr, dass wir auch eine Frau jetzt hier dabei haben. Klaus kennt ihr ja schon, ist der Vater hinter dem Wechselmodellbeschluss von 2017 und auch Redakteur auf Freifarm und hilft auch in den Fällen, die auf uns zukommen. Und die Jessica ist auch Redakteurin auf Freifarm und hilft auch in den Fällen auch zusammen mit dem Klaus. Also die machen das oft im Tandem. Und das Tolle, dass wir eine Frau heute hier haben, ist natürlich, um zu zeigen, dass das, was man so oft liest, auch auf Facebook, ja, nämlich dass die Väter die Leidtragenden sind der Familienrechtsprechung und dass dann die Mütter diejenigen sind, die davon profitieren. Das ist nicht so, ja. Die Mütter leiden da genauso darunter. Und das kann uns die Jessica dann auch gut hier vermitteln. Okay, wir haben wie immer, ja, wie bei den letzten Jahresrückblicken immer ein paar Themen vorbereitet, nicht tief. Ja, wir besprechen die lose, diskutieren die auch ad hoc, spontan, was uns so einfällt, während wir diskutieren. Ich denke hier, dadurch, dass wir jetzt drei sind, wird es umso spannender. Ja, da haben wir mit der Jessica noch hier neuen Input, neuen Einfluss. Und wir haben, um gleich einzusteigen in die Themen, wir haben auf Facebook euch gefragt, welche Themen euch interessieren würden. Und da ist eins der ersten Themen gewesen, macht bitte weiter auf das insgeheim durch Weisungen der Regierung politisch definierte sogenannte Kindeswohl aufmerksam. Und dann kommt noch ein Hinweis auf den Winterhoff-Fall. Und damit würde ich auch gern gleich einsteigen. Passt es so für euch, Klaus und Jessica? Ja, soweit in Ordnung für mich, ja. Was seht ihr denn da, das politische Kindeswohl als Aspekt? Gibt es da irgendwas, was euch im Jahr 2022 aufgefallen ist, klar geworden ist? Irgendeine Rechtsprechung, irgendein politischer Vorgang oder Stillstand selbst kann ja auch ein Hinweis sein, wo wir stehen beim Kindeswohl. Und es ist ja hier vom politisch definierten sogenannten Kindeswohl die Rede. Seht ihr das genauso? Ist es politisch? Was denkt ihr? Ich würde mal so sagen, der Begriff des Kindeswohls, den hat ja auch der Bundesgerichtshof recht umfangreich ausgeführt mit Aspekte der Förderung, Aspekte der Kontinuität auf der einen Seite. Da geht es auch unter anderem um den Begriff des Kindeswillens. In dem Jahr waren jetzt hier eine Reihe von Verfahren, die ich da so aus der Entfernung begleitet habe, wo es immer darum ging, ist jetzt der Kindeswille relevant in einer gewissen Art und Weise? Und auch wenn die Kinder klar gesagt haben, ich will hier zur Mutter in dem konkreten Fall, war der Kindeswille an der einen oder anderen Stelle dann nicht nachhaltig genug. Also ich sage jetzt mal, Kindeswohl hat sich nichts geändert. Nach meinem Verständnis ist die Gummiregelung letztendlich, mit der man alles und nichts begründen kann. Und es wird letztendlich auch so weiter praktiziert wie eh und je. Ich meine, Jessica, wie ist es bei dir? Ja, es ist genauso, wie du schon sagst, es ist eine Gummiregelung. Einmal in manchen Fällen sieht man, da zählt der Wille der Kinder, weil er gerade ins Konzept passt. Und in anderen Fällen zählt er überhaupt nicht und wird völlig übergangen. Bei meinen Kindern wurde der Wille nie berücksichtigt. Also es heißt zwar immer, der Kindeswille wird auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise mit berücksichtigt. Das war aber bei uns zum Beispiel nie der Fall. Ich denke, es ist sehr
veraltet wieder vorgegangen wird und man versucht da mit ganz alten Methoden die jetzige Welt zu regeln. Aber ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und der Kindeswohlbegriff, der wird oftmals eigentlich nur ausgenutzt als Grund oder sogenannte Begründung, wobei er nicht nachhaltig genug erläutert und erklärt wird. Damit kann man wirklich alles begründen und nichts. Wir haben, glaube ich, was das betrifft, auch vielleicht sind wir da sehr, sehr hinterher in Deutschland und müssten da vielleicht uns Beispiel nehmen an anderen Ländern, die da ein bisschen moderner damit umgehen. Ich glaube, so wie in den 70er Jahren ist es halt jetzt nicht mehr im Jahr 2022, 2023. Es hat sich viel geändert und es hat sich bei Familien was geändert und es wird sich auch weiterhin was ändern. Die Kinder von heute, die werden mal Berufe machen, die es jetzt noch gar nicht gibt. Und ich glaube, da muss man sich mehr anpassen, besonders im Familienrecht. Ich meine, diese Fälle, die wir in dem Jahr mal hatten, ich denke jetzt insbesondere auch den Fall, wo ich auch ein paar Artikel drüber geschrieben habe, in Kleve. Da hatten wir die Situation, ein Junge hat als fünftes Lebensjahr hinter sich beim seinem 13. und hat zur Kindesanhörung ein Handy mitlaufen lassen. Es war sehr eindrucksvoll, was man mir da berichtet hat. Letztendlich, der Sohn hat offensichtlich sehr intensiv darauf hingewiesen, was seine Vorstellungen sind. Und in dem Protokoll, was dann von der Richterin bzw. vom Verfahrensbeistand gekommen ist, da waren viele dieser Aspekte, die der Sohn letztlich zum Besten gegeben hat, offensichtlich nicht enthalten. Ja, ich selber kenne die Aufzeichnung, den Audiomitschnitt nicht. Das sind nur die Themen, die mir da an dieser Stelle berichtet wurden. Mhm. Und es ist ja so, dass in dem Fall eigentlich das Kind in der richterlichen Anhörung genau das Gegenteil von dem gesagt hat, was dann nachher übers Protokoll vermittelt wurde. In dem Fall ging es insbesondere darum, dass man dem Vater gewisse Vorwürfe gemacht hat, dass er das gewisse Gefährdungssituationen geschaffen hätte. Das hat zumindest die Mutter so, perpetuum mobile mäßig immer zum Besten gegeben. Das hat in dem Fall dann auch die Gutachterin aufgenommen. Das hat an der Stelle dann auch der Verfahrensbeistand wiedergegeben. Und der Junge scheint wohl in dieser Aufzeichnung oder in dieser Kindesanhörung dargestellt zu haben, wie der Vater in diesem Moment immer für die jeweiligen Situationen für die notwendige Sicherheit gesorgt hat, sodass also hier letztlich keine Gefährdung in dem beschriebenen Ausmaß vorhanden war, aber gleichwohl, man hat es eben so dargestellt, weil man es halt wunderbar framen konnte, weil damit letztlich auch dann hier, ich sag mal, man gewisse Rechtsfolgen begründen konnte. Ich meine, die Situation an der Stelle ist jetzt so, dass der Sohn zunächst mal in der Nacht- und Nebelaktion von der Mutter zum Vater geflüchtet ist, dann großer Polizeieinsatz vor Ort beim Vater, Kind musste wieder zurück, war wieder bei der Mutter, ist zwischendrin nochmal zweimal zum Vater geflüchtet, musste jedes Mal wieder zurück und in der Woche vor Weihnachten ist es wieder passiert, ist der Sohn wieder zum Vater. Da hat er jetzt dann auch schon das 14. Lebensjahr überschritten gehabt oder ist 14 gewesen.
Daraufhin hat die Polizei an dieser Stelle den Jungen dann nicht mehr zurückgebracht, sondern hat gesagt, okay, Gefährdung sehen wir keine. Jugendamt ist nochmal gefragt worden, hat auch keine Probleme gesehen. Und aktuell geht es jetzt darum, dass der Vater, der ursprünglich aus dem Sorgerecht rausgefallen ist, jetzt wieder ins Sorgerecht möglicherweise reinkommt, jedenfalls Bedingungen geschaffen werden, dass der Sohn jetzt A, beim Vater lebt und B, dass er endlich auch mal die Schule besuchen kann, weil dazu hat die Mutter bisher noch nicht die Zustimmung gegeben am neuen Wohnort. Ja, jetzt muss man sagen, ja, der Junge, der hat den Mut und der ist stark genug, das zu machen. Aber es gibt natürlich auch andere Kinder, die sich das in dieser Weise nicht trauen. Und ja, die müssen das so stillschweigend hinnehmen. Bei einem Elternteil möglicherweise zu leben oder in Verhältnissen, die sie gar nicht haben wollen. Und wenn sie gefragt werden bei einer Kindesanhörung, dann sagen sie zwar, was sie gerne möchten, aber die Richter in Deutschland, die interessiert es oftmals nicht so ganz, was die Kinder dann wirklich äußern oder sagen. Aber da muss man sagen, Hut ab vor dem Jungen, dass er sich das traut und dass er da seinen Weg so geht. Also in einem anderen Fall, wo ich im Kontakt mit einem Elternteil stehe, war es jetzt auch so, auch da ist vom Kind eine Kindesanhörung aufgenommen worden und auch da sind wesentliche Aussagen dann durch das Gericht und den Verfahrensbeistand, der da mit in der Veranstaltung dabei war, wohl wesentlich verkürzt worden. Auch da kenne ich die Aufzeichnung letztlich nicht, aber das ist das, was mir darüber dann kolportiert wurde. Also das scheint schon ein, wie soll ich sagen, ein größeres Potenzial zu haben, dass hier gewisse Kindesanhörungen, wo ja kein Erwachsener oder wo außer dem Verfahrensbeistand und dem Richter niemand dabei ist, dass da unter Umständen Konstellationen zutage treten, die dann nicht eins zu eins so publiziert werden oder im Protokoll letztendlich sich wiederfinden, wie man das gemeinhin eigentlich erwarten dürfte. Ja. Ja, na gut, wenn man sieht, woher kommt das, muss man sagen, gut, wenn man die Kindesanhörungen sieht, das sind ja meistens ein, zwei Seiten, vielleicht auch manchmal drei, aber da steht ja nicht so viel drin. Und es ist ja quasi ein Vermerk und da wird ja niedergeschrieben, was beim Richter sozusagen oder bei der Richterin hängen geblieben ist. Und das ist keine wortwörtliche Rede enthalten, sondern das ist einfach nur ja, so eine Art Gedächtnisprotokoll. Und ich glaube, dass es eine sehr, sehr große Fehlerquelle ist und dass es eine sehr, sehr große Fehlerquelle auch immer bleiben wird. Und letztendlich entscheidet ja die Richterin oder der Richter, was sie quasi aufschreiben. Ja, Fehlerquelle ist ja noch nett gesagt. Ja, man kann auch sagen, es hat ein hohes Manipulationspotenzial. Mhm. Wollen wir eigentlich verraten, was der Junge gemacht hat, dass er es heimlich aufnehmen konnte? Oder wollen wir das nicht öffentlich sagen, damit die Richter da nicht in Zukunft kontrollieren? Und soll man uns einfach eine E-Mail schicken, falls man da irgendwie Näheres erfahren? Ich würde da gar nicht drüber weiter eingehen wollen. Okay. Die Fälle, die ihr jetzt geschildert habt, die sind exemplarisch für etwas, das ich mir so die letzten Wochen überlegt habe. Und die Frage, die Ausgangsfrage ist ja das politisch definierte Kindeswohl. Und ich glaube, ich verstehe mittlerweile, ja, ich glaube, das sage ich jedes Jahr, also würde ich sagen, ich verstehe mittlerweile besser, warum das Kindeswohl so angewandt wird, wie es getan wird von den Gerichten vom Amtsgericht bis zum Bundesgerichtshof, vom Bundesverfassungsgericht, auch in den Jugendämtern, auch Verwaltungsgerichte. Wenn es okay ist für euch, würde ich mal den Gedankengang darstellen. Nur zu?
Okay, also so, es gibt da mehrere Ebenen. Ausgangspunkt könnte zum Beispiel sein, wenn man sich dein Beschluss zum Wechselmodell anschaut, Klaus. Da ist ja dieses berühmte Erfordernis drin, dass die Eltern kooperieren und kommunizieren können sollen, damit das Wechselmodell in der Regel auch angeordnet werden kann, ja. Und wenn die nicht kooperieren und kommunizieren, dann kann es in der Regel nicht angewandt werden. Und das ist ja eine interessante Klausel, weil selbst wenn ich jetzt annehme, dass die getrennten Eltern tatsächlich am Anfang sich so gestritten haben, dass sie nicht mehr kommunizieren und kooperieren können, dann ist ja die Folge daraus, laut BGH, dass die Kinder im Lebensmittelpunkt bei einem Elternteil sind und nicht beim anderen. Ja, das ist ja die logische Konsequenz daraus. Was ist jetzt, wenn der Elternteil, der die Kinder weniger sieht, ja, oder vielleicht gar nicht mehr sieht, faktisch, ja, weil die hauptsächlich bei einem Elternteil sind und irgendwann vielleicht keinen Kontakt mehr haben wollen? Und jetzt bin ich dieser benachteiligte Elternteil und will jetzt aber wieder kooperieren und kommunizieren, ja? Also ich sage, oh, ich habe ja ein Problem, wenn wir nicht kooperieren und kommunizieren. Ich möchte jetzt diesen Zustand herstellen, ja. Aber der Ex-Partner macht nicht mit. Dann habe ich ja immer noch den Zustand der Nicht-Kooperation und des Nicht-Kommunizierens. Das heißt, die BGH-Rechtsprechung ist eine Einbahnstraße. Wenn einmal keine Kooperation und Kommunikation da ist, dann bist du verloren. Dann kannst du nicht mehr gewinnen, ja. Das ist eine Sackgasse für dich. Und Ja, ich meine, diese Themen haben wir ja auch in dem Jahr häufiger letztlich thematisiert. Sandro, du hast zu diesem Thema diverse Beiträge auch geschrieben. Unter anderem hast du hier dem Bundesgerichtshof auch das Thema der Sippenhaft vorgeworfen, so nach dem Motto, die Kinder haften dafür, wenn irgendjemand in diesem Subsystem nicht kooperiert, dann haben sie letztendlich das Problem, dass sie ein Stück weit kaum oder keinen Kontakt mehr zum Elternteil haben. Auch dieses ganze Thema von einer gewissen anderen Seite betrachtet, habe ich einen Artikel geschrieben über diese neue Verfassungsbeschwerde, die Ende des Jahres passiert ist, wo ein Oberlandesgericht auch einem Vater das Sorgerecht genommen hat, mit der Begründung, dass hier nicht genügend Kontakt zwischen ihm und der Mutter vorhanden ist. Da ist jetzt eine Verfassungsbeschwerde rausgegangen, so ähnlich wie auch diese Verfassungsbeschwerde, die ein Vater letztes Jahr gemacht hat, wo ich auch die Anregung gegeben habe, dass hier eine faktische Diskriminierung stattfindet und das ist letztendlich eigentlich eine Fortsetzung von dem Fall Zauneger. Ich fand ja dein allererstes Video, Sandro, was du hier für Freifam gemacht hast mit dem Paar Zauneger, das ist phänomenal. Und Paar Zauneger war Vater ohne Sorgerecht. Und die Gerichte in Deutschland haben gesagt, nee, ist in Ordnung. Zauneger ist damit zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen und hat eine Diskriminierung feststellen lassen. Es war damals eine Situation, dass ein Elternteil oder ein Vater nur dann ins gemeinsame Sorgerecht kommen kann, wenn die Mutter auch positiv zustimmt. Da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, ist hier eine Diskriminierung. Und letztendlich, wo ist der große Unterschied, ob jetzt eine Mutter positiv sagen kann, der andere Partner, der Vater kann mit ins Sorgerecht, oder sie sagt einfach nein, dann gibt es kein Sorgerecht. Oder im einen Fall sagen die Gerichte, du brauchst hier Kommunikation und Kooperation und die Mutter schafft diese Bedingungen durch faktisches Verhalten nicht. Da ist letztendlich kein großer Unterschied.
Das eine ist als Diskriminierung erkannt worden beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und die andere Situation, ja gut, die wird man wohl in den nächsten Jahren diesbezüglich noch mal klären. Also das ist gut, dass du den Weg dahin gezeigt hast. Ja, also dein Wechselmodellbeschluss, du hast ja gesagt, Moment, das ist genau wie beim Zaunecker, ja, das 1626a BGB. Das ist diskriminierend, wenn ich die Zustimmung der Mutter zum Wechselmodell brauche. Und da hat der BGH ja gesagt, ja, ist richtig, es ist diskriminierend. Das heißt, auf der rechtlich-gesetzlichen, grundrechtlichen Ebene hat er dir ja recht gegeben. Aber was dann passiert ist, ist, dass man dieses Kooperations- und Kommunikationserfordernis reingeholt hat, das ja in keinem Gesetz drin steht. Und das wurde ja psychologisch-pädagogisch begründet. Und da habe ich mich halt gefragt, okay, was ist dieses Axiom, was ist diese Grundannahme, dass ein deutsches hohes Gericht sagt, die Eltern müssen kooperieren und kommunizieren. Und du hast schon dieses Thema der Sippenhaft-Kollektivschuld angesprochen. Das ist quasi der zweite Schritt. Aber der erste Schritt ist, woher kommt denn dieses Denken, dass die Eltern kooperieren und kommunizieren müssen, damit es für das Kind gut ist? Und das kommt aus einer autoritären Erziehungsvorstellung heraus. Die ganze Rechtsprechung im deutschen Familienrecht von Amtsgericht bis Bundesverfassungsgericht beziehungsweise von oben nach unten, ja, in der Hierarchie beruht auf autoritären Erziehungsvorstellungen. Das heißt, der BGH sagt im Grunde, wenn die Eltern dem Kind nicht mehr gemeinsam Führung geben können, müssen wir das Kind bei einem Elternteil im Lebensmittelpunkt leben lassen, damit das Kind wieder einen Führer hat. Und ich sage hier ganz bewusst Führer, ja, weil diese Vorstellung autoritärer Erziehung hat ja ihre Tradition und Geschichte in Deutschland. Und nicht umsonst, ja, haben ja im Dritten Reich die Nazis eine Pädagogik favorisiert, die autoritär war. Und in der die Eltern gleichgeschaltet waren und mit einer Stimme gesprochen haben, damit das Kind keine Macht gegen die Eltern hat, ja, damit das Kind die Eltern sozusagen nicht ausspielen kann. Es gibt quasi eine Diktatur in der Erziehung. Ja. Die Eltern sind wie der größte Führer aller Zeiten und sein Vize, ja, die sind gleichgeschaltet und sprechen mit einer Stimme und dann ist das Kind ohnmächtig und sie können ihre Autorität durchführen. Und ich sage nicht, ja, dass der BGH, dass es Nazis sind. Was ich sage ist, sie stecken immer noch in dieser autoritären pädagogischen Denkweise fest. Weil, mal andersrum gedacht, wenn du dich trennst von deiner Partnerin oder deinem Partner und der will dir die Kinder nicht geben und du gehst vor Gericht und sagst, hey, ich möchte die Kinder im Wechselmodell oder wie auch immer, ja, ich möchte die für mich haben. Dann sagt das Gericht am BGH, sagt, wenn ihr nicht kooperiert, kommuniziert und euch nur streitet, dann können wir die Kinder nicht euch beiden geben, dann geht das Wechselmodell nicht. Andersrum gedacht, was, wenn der Ex-Partner, die Ex-Partnerin stirbt und ich habe die Kinder, dann kann ich ja nicht mehr kommunizieren. Ja? Ich kann auch nicht kooperieren mit meinem toten Ex-Partner oder mit meiner toten Ex-Partnerin. Aber trotzdem werden Kinder Waisen, ja, von ihrem übrig gebliebenen Elternteil erzogen, obwohl sie ja nicht mehr mit dem toten Elternteil kooperieren und kommunizieren können. Also dieses Argument ist eigentlich völliger Blödsinn. Wenn meine Ex-Frau jetzt sterben würde und die Kinder alle bei mir wären, könnte das Gericht nicht mal sagen, ja, aber Herr Grogans, Sie können die Kinder nicht haben, weil sie kooperieren und kommunizieren mit ihrer Ex-Frau nicht. Also ist logisch betrachtet dieses Argument völliger Blödsinn und kann eigentlich nur mit dieser autoritären Erziehungsvorstellung, dass die Eltern kooperieren, kommunizieren müssen. Das heißt, sie müssen gleichgeschaltet sein, ja. Wie auch immer, das lässt ja der BGH offen. Was heißt das, dieses Kooperieren und Kommunizieren? Müssen die sich einig sein in allem?
Ich denke, das wird sicherlich dann, das ist jetzt auch ein Fall. Ich habe da am 12. Januar einen Artikel über diese Verfassungsbeschwerden geschrieben. Da geht es letztendlich ja auch noch um ein anderes Konzept, und nämlich dieses Konzept der Triangulierung. Ja? Das heißt, ein Kind ist ursprünglich erstmal bei der Mutter. In dem Moment ist die Mutter für das Kind übermächtig, kurz nach der Geburt. Dafür braucht es dann irgendwann mal den Vater, um dann sozusagen aus dieser Abhängigkeit wegzukommen. Irgendwann ist der Vater übermächtig, dafür ist dann wieder die Mutter notwendig. Und letztendlich ist dieses Triangulierungskonzept, ich habe mal sagen lassen, Melanie Klein hat da wohl schon vor irgendwo 80, 100 Jahren sehr umfangreich zu diesem Konzept geschrieben. Und das ist wohl Standard in der Psychotherapie, dass diese Triangulierung für die gesunde Entwicklung letztendlich eines Kindes notwendig ist. Da steht nicht drin von Konsens und Kommunikation und Kooperation. Wenn man das jetzt mal so überträgt, kommt man zum Ergebnis, der BGH hat hier möglicherweise falsche psychologische Konzepte, die er hier anwendet. Ich meine, das Deutsche Jugendinstitut, wenn man das so sagen darf, hängt wohl auch möglicherweise diesem Irrglauben noch nach mit der Frau Professor Walter. Alles Experten, die da aber möglicherweise irgendwo mal falsch abgebogen sind. Also das, was du erzählst, die Melanie Klein, das ist aus den 70er und 80er Jahren, Ah ja. Sind erziehungstheoretische, ja, psychologisch, kinderpsychologische Theorien. Und diese Idee der Triangulierung, das ist die demokratische Erziehung. Ja. Ja, da, also die sagt, ein Kind braucht beide Eltern, um zu einem selbstbestimmten Wesen heranzureifen. Weil wenn die Eltern, und Eltern müssen ja einfach unterschiedliche Meinungen haben, ja, das kann nicht sein, dass die Eltern in allem einig sind, ja, weil Ja. dann haben wir keine Individuen, ja, dann haben wir gleichgeschaltete Menschen, die sich in ihrer Ehe oder in ihrer Beziehung gleichschalten. Und so hirnlos ist heute keiner mehr, ja. Also die Eltern haben unterschiedliche Meinungen, und dann lernt das Kind über die unterschiedlichen Meinungen der Eltern für sich selbst, ja, was ist gut für mich. Und ich habe zum Beispiel meinen Kindern nach der Trennung gesagt, okay, jetzt wisst ihr, dass mit euren Eltern irgendwas nicht stimmt. Ja, die haben sich getrennt, es hat nicht geklappt. Das ist für euch die Chance, es besser zu machen. Ja, ihr wächst nicht so auf, dass ihr denkt, meine Eltern sind ideal, die erziehen mich hier, es gibt keine Probleme. Ja, das ist ja eine Idealisierung der Eltern, die auch nicht real ist. Und diese Triangulierung ist die demokratische Erziehung. Und der BGH macht das Gegenteil. Er hat das Prinzip, ja, er wendet die Prinzipien autoritärer Erziehung an. Die Eltern müssen miteinander zurechtkommen, ja, für die Kinder, sonst ist es für die Kinder schlecht. Aber es ist völliger Blödsinn. Wenn mein Ex-Partner tot ist und meine Ex-Partnerin, kann ich immer noch die Kinder erziehen. Ich muss keine gleichgeschaltete Erziehung haben. Und das ist der eine Aspekt, ja, mit diesem Erfordernis gleichgeschalteter Eltern, in Anführungsstrichen Kooperation und Kommunikation. Und wenn du mal diesen Schritt hast, ja, und dieses Anfordernis definierst, und dann sagst, ja, aber wenn die nicht kooperieren und kommunizieren, dann kommt das ins Spiel, was du gesagt hast, Klaus. Dann haftet ein Elternteil mit seinen Kindern für das Verhalten des anderen Elternteils. Also, wie eingangs gesagt, wenn ich merke, ups, dann verliere ich ja die Kinder. Also, jetzt will ich kooperieren und kommunizieren, aber mein Ex-Partner sagt, nicht mit mir. Ich antworte nicht auf deine E-Mails. Ich mache keine Mediation mit dir. Ich mache keine familiensystemische Therapie mit dir. Ich mache gar nichts. Ich blockiere alles. Dann hast du das Problem, dass du haftest für ihr Verhalten bzw. sein Verhalten,
mit deinen Kindern, du verlierst deine Kinder und das ist die Kollektivschuld. Und das ist in einem demokratischen Rechtsstaat, ja, zivilrechtlich geht es gar nicht, dass ich haftbar gemacht wird für ein Verhalten von jemand anderem. Aber im Familienrecht macht der BGH genau dieses. Ja. Und das ist nämlich Kollektivschuld, sippenhaft. Das ist eine, auch aus der Nazi-Zeit, ja, eine rechtliche Doktrin, eine juristische Doktrin, die eigentlich nach 1945 aus guten Gründen aufgegeben wurde, aber jetzt beim BGH da seinen Einfluss gefunden hat, weil, ja, wie man sieht, dir ist Recht gegeben worden, Klaus, auf legaler Ebene, ja, aber man hat dir nicht Recht auf der pädagogisch-psychologischen Ebene gegeben. Man hat da was Neues eingeführt und das Neue ist Autorität. Man hat hier sozusagen nochmal eine Zwischenstufe auf einem psychologischen Begriff basieren lassen, der hier die, ich sage jetzt mal, nicht Willkür, aber der hier der Justiz noch gewisse Freiheitsgrade erhält. Ja, ich sag mal so, alle rechtlichen Gründe, das Wechselmodell zu verhindern, sind weggefallen mit deinem Antrag beim BGH. Also musste man etwas aus dem Hut zaubern und das Kindeswohl als undefinierter Rechtsbegriff hat sich dazu geeignet. Und dann hat man, du hast die Frau Walper genannt vom Deutschen Jugendinstitut, die hat man zitiert mit einem Artikel, den auch noch jemand anderes geschrieben hat, und hat den verwendet, um zu begründen, dass das Wechselmodell in der Regel nicht angeordnet werden kann, wenn die Eltern nicht kooperieren und kommunizieren. Und dahinter steckt eine autoritäre Erziehungsvorstellung. Das heißt, man hat jetzt, wie damals 1956, ja, das ist eine interessante Parallele, als das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden hat, ob denn Homosexualität weiter strafbar sein soll oder nicht. Womit hat es argumentiert? Mit der Sittenwidrigkeit. Ja? Homosexualität ist sittenwidrig, ja? Ist etwas gegen unsere Sitte. Was ist die Sitte? Die Sitte sind die Moralvorstellungen der Mehrheit. Und der BGH hat eigentlich die gleiche juristische Logik angewendet, hat die Sittenwidrigkeit mit dem Kindeswohl ersetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat 1956 die Homosexualität noch aus Moralvorstellungen der Nazizeit heraus als strafbare Handlung gewertet. Ja. Was macht der BGH? Er wertet das Kindeswohl aus der autoritären Pädagogik heraus, die noch in der Nazizeit gültig war. Und nur damit man versteht, ja, warum das heute überhaupt noch einen BGH beeinflussen kann. Das maßgebliche Buch der Nazi-Pädagogik hieß Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, ja, von der Johanna Harrer. Und es wurde nach 1945 wurde alles rausgestrichen aus dem Buch, was irgendwie mit unserem den Adolf Hitler, ja, verherrlicht hat und die Nazi-Politik. Also alles Politische wurde rausgestrichen. Aber das Skelett, ja, die pädagogische Logik, diese schwarze Pädagogik, wie man es ja mittlerweile nennt, diese sadistische Pädagogik, die Kinder unterdrückt, einschüchtert. Dieses Buch, ja, mit, also ohne die politische Dimension der Nazi-Ideologie, wurde bis in die 80er Jahre hinein in Deutschland noch verkauft und hat immer noch die Erziehung der Kinder beeinflusst. Und wenn du dir überlegst, wie alt die Richter sind, die heute am BGH sind, die an den Amtsgerichten, ja, sind, die sind alle noch von dieser Erziehung, mhm, beeinflusst. Und so viele Mütter haben dieses Buch der Johanna Harrer gekauft und haben ihre Kinder entsprechend erzogen. Ja. Oder sie haben es, wie gesagt, irgendwo frühzeitig geschenkt bekommen. Genau. Und ich habe, es gibt ein gutes Buch von Sieglinde Chamberlain, heißt sie, ja. Das ist eine Psychologin, eine Wissenschaftlerin. Das Buch ist, glaube ich, von 2012 oder so, also relativ aktuell. Das habe ich angefangen zu lesen, ja, bin zur Hälfte durch. Und da geht es um dieses Buch der Johanna Harrer. Ja, da untersucht die, wie das die Menschen beeinflusst hat und wie es heute noch unsere Gesellschaft beeinflusst, ist hochinteressant. Wer es liest, versteht, was ich hier gerade sage.
Und der Einfluss ist so extrem. Ja? Also ein Beispiel, diese Vorstellung, dass die Eltern an einem Strang ziehen müssen, ja? Dass die kooperieren und kommunizieren müssen. Das ist dieser Satz, die Eltern müssen an einem Strang ziehen. Hat sicher der eine oder andere schon vom Jugendamt gehört, ja, oder von dem Richter. Das kommt von der Johanna Harrer. Und die Frage ist, warum müssen denn die Eltern an einem Strang ziehen? Wenn du deine Kinder natürlich erziehst, dann merkst du, die entwickeln sich natürlich. Du musst denen eigentlich gar nichts beibringen. Die sind neugierig, die machen ihre Sachen. Ja? Und dass Kinder mal über die Stränge schlagen oder etwas ganz Extremes machen, ist eher selten. Ja? Also es gibt eigentlich, ich sage mal so, gar kein Bedürfnis für ein oder zwei diktatorische Eltern zu Hause, die ein strenges Regime führen. Ja? Die Kinder entwickeln sich ganz normal. Ja. Aber woher kommt diese Vorstellung? Ja? Und die kommt von einem ganz frühen Moment. Und zwar beschreibe ich sie Glynda Chamberlain in ihrem Buch, dass die Johanna Harrer empfiehlt, wenn das Kind geboren wird, soll es nicht der Mutter gegeben werden, sondern in ein Tuch gesäubert werden, in ein Tuch eingewickelt werden und erstmal weggelegt werden in ein anderes Zimmer, damit die Mutter sich erholen kann, ja, damit das Kind nicht gleich Ansprüche, bla bla bla. Das wird dann rationalisiert. Heute weiß man, dass diese erste Bindung des Kindes, ja, dass das Kind zur Welt kommt, der Mutter auf die Brust gelegt wird. Das Taktile, das Berühren der Haut ist für Säugetiere extrem wichtig. Man hat festgestellt, dass Mütter, denen die Kinder gleich auf die Brust gelegt werden, die gehen intuitiv richtig mit ihren Kindern um, beim Windeln wechseln zum Beispiel, wenn die Kinder krank sind, wie sie die Kinder halten und so weiter. Aber eine Mutter, der das Kind nicht gleich gegeben wird, sondern so wie sie Johanna Harrer empfiehlt, erst Stunden später, ja, also 6 bis 8, 10 Stunden später, die haben ein Problem, mit dem Kind umzugehen. Die brauchen Anleitung, ja. Die müssen geführt werden. Führung, ja. Das heißt, wenn ein wichtiger Mensch in deinem Leben, wie dein Baby zum Beispiel, von dir isoliert wird, ja, hat es ja für beide Folgen. Die haben kein intuitives Verhältnis mehr zueinander. Das heißt, sie brauchen Führung. Und diese Isolation ist notwendig, damit Menschen geführt werden von anderen, weil sie nicht mehr diese intuitive Kraft haben. Und die ganzen Richter, die heute entscheiden, ja, wenn meine Theorie stimmt, und ich sehe Glynda Chamberlain unterstützt es eigentlich in ihrem Buch, dass die noch nach der autoritären Pädagogik erzogen wurden, dann sind die unfähig zu verstehen, was wir meinen, wenn wir sagen, das Wechselmodell ist demokratisch, die Kinder brauchen beide Eltern, Triangulierung, die Kinder sollen zu selbstbestimmten Wesen heranwachsen, indem sie die unterschiedlichen Meinungen der Eltern mitkriegen. Das verstehen die intuitiv nicht, weil sie ja von der Mutter getrennt wurden und denken, man braucht ja Führung, um zu erziehen. Und deshalb führen uns die Richter die ganze Zeit, machen irgendwelche Entscheidungen und die Jugendämter und sagen, das ist falsch, das darfst du nicht, dieses darfst du nicht. Warum? Weil die autoritär denken. Die denken, dass du als Elternteil nicht weißt, was gut für die Kinder ist, sondern wir als Staat, wir führen dich. Ja, genau. Da passt dann auch der nächste Spruch dazu. Letztendlich, das Kind muss zur Ruhe kommen. Ist ja letztendlich in dieser Denkhierarchie letztendlich mehr oder weniger absolut 1:1 dort einzuordnen. Also ich selber bin auch autoritär erzogen worden. Ja. Ich bin auch noch aus dieser Generation heraus. Und wer kennt nicht diesen Spruch, jetzt ist Ruhe. Ja, wenn du gestritten hast mit deinen Eltern, dann haben die irgendwann gesagt, jetzt reicht's, jetzt ist Ruhe. Ja. Und dann war diese Totenstille der Diktatur da. Ja. Ruhe gibt es nur in der Diktatur, in einem totalitären Staat ist Frieden, wenn Ruhe ist. In einer Demokratie ist Frieden, wenn man miteinander streitet, wenn man Meinungen austauscht. Aber wenn der BGH sagt, also ja, diese Hochstrittigkeits Doktrin, ja. Wenn die Eltern so streiten, dass sie nicht mehr kommunizieren und kooperieren, dann kann das Kind nicht sagen, das sind totalitäre Vorstellungen. Die wollen Streit nicht, die wollen Demokratie in der Familie nicht. Und
Also der Auslöser für das Ganze, was ich jetzt erzähle, ist, ich habe mit dem Anwalt gesprochen wegen einer verwaltungsrechtlichen Sache. Dann hat er zu mir gesagt, ah, Herr Krogans, lassen Sie das. Familie hat nichts mit Demokratie zu tun. Da habe ich gesagt, was, ja? Und dann ist mir klar geworden, ja, so ticken die Juristen, also nicht alle, ja, aber die meisten, und so ticken die Richter. Die Familie ist keine Demokratie. Die Familie ist eine autoritäre Organisation, in der die Eltern das Sagen haben und die Ja. Kinder gehorsam sind und folgen. Also ich dachte ja früher bis 2018, dachte ich wirklich, dass wir diese Zeiten längst hinter uns gelassen haben. Und ich hatte die naive Vorstellung, dass wir ganz anders jetzt denken und dass es das überhaupt gar nicht mehr gibt, so eine Art der Erziehung. Aber wie du sagst, Sandro, ich wurde auch eines Besseren belehrt. In vielen, vielen Köpfen in Deutschland ist es noch fest verankert und die verstehen das auch nicht. Also ich glaube, die können das nicht nachvollziehen, dass es auch Menschen gibt, die haben einfach eine gute Beziehung zu ihren Kindern und die müssen niemanden diktatorisch bestimmen. Die reden einfach miteinander und die fragen die Kinder, was meinst du, was denkst du, wie siehst du das und was willst du, anstatt sie irgendwie über sie zu herrschen? Aber ich habe auch gemerkt, also ich habe mir gedacht, so ist die Welt, also so sind auch andere. Aber nein, bei mir war es ja auch so gewesen, mir wurde ja das Sorgerecht entzogen wegen Hochstrittigkeit. Also, was ist Hochstrittigkeit? Was genau ist darunter zu verstehen und was soll das? Und nur weil vielleicht mein Ex von seiner Anwältin irgendwas geraten bekommt, wie zum Beispiel kommunizieren nicht und mach ein bisschen auf Schweigen, dann gewinnst du noch mehr. Dann kann doch ein Gericht nicht sagen, und deswegen wird dem anderen Elternteil, also der Mutter, das Sorgerecht entzogen. Weil man hat ja den Anschein, viele Anwälte, Anwältinnen empfehlen das ja regelrecht ihren Mandanten, weil sie ja damit sozusagen die Kinderbesitzer, die Kinderbeherrscher, die Herrscher werden über alles, von Einkommen, Unterhalt, Kindergeld bis ich entscheide alles über meine Kinder ganz alleine und der andere Elternteil wird völlig rausgekickt und hat nichts zu sagen. Was für ein Wahnsinn. Ja, ist aber ständige Rechtsprechung. Ja, wie gesagt, ich habe vorhin eine Verfassungsbeschwerde zitiert, die jetzt aktuell veröffentlicht oder die jetzt eingereicht wurde. Auch da ist es wieder passiert. Ohne Gutachten, einfach nur der Richter hat festgestellt oder Oberlandesgericht hat festgestellt, nicht ausreichend Kommunikation und Kommunikation, was letztendlich auch in dem Fall wieder von der Mutter so behauptet wurde. Auch sämtliche Nachweise, wie Kooperation erfolgreich funktioniert, wird an dieser Stelle ignoriert und damit sind diese Themen unheimlich schnell beendet. Weil ich habe so den Eindruck, am Ende des Tages geht es einfach darum, Ruhe schaffen und an der Stelle schafft man Ruhe am schnellsten dadurch, indem man hier einen Elternteil komplett aus dem Leben der Kinder rauskickt. Dann hat man wieder die Diktaturform, ohne dass sich da irgendjemand noch einigen muss. Ja. Genau, weil, also das ist der Kern der Familienrechtsprechung in Deutschland. Dem Kindeswohl wird dann Genüge getan, ja, aus Sicht der herrschenden staatlichen Elite, das heißt herrschende Politik, herrschende Justiz, herrschende Exekutive. Dem Kindeswohl ist dann Genüge getan, wenn das Kind Führung hat. Also das oberste Prinzip des Kindeswohls ist, dass es weiß, woran es ist, dass die Eltern an einem Strang ziehen, dass Ruhe herrscht. Ja, ich bin maßlos geschockt. Ich
Ich beobachte das ja auch. Meine Welt war eine andere. Ich dachte, sowas gibt es gar nicht mehr. Ich dachte mir, das war vielleicht noch bis in die 50er, 60er Jahre. Okay, aber dann haben sich doch die Zeiten geändert. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Wir leben hier im Jahr 2023, aber es gibt noch ganz viele, in deren Köpfen diese Art der Erziehung sozusagen verankert ist. Und offensichtlich ändert sich das bei denen nicht in ihren Vorstellungen. Also was zum Beispiel, ich habe das ja auch als Artikel veröffentlicht, mir hat man ja vorgeworfen, ich wäre ein Kindeswohlgefährder, weil ich mit meinen Kindern über das Wechselmodell geredet habe. Ja. Und dann habe ich den amtierenden Bundesjustizminister, den Marco Buschmann von der FDP, beim Amtsgericht angezeigt wegen Kindeswohlgefährdung, ja, weil der Bundesjustizminister, der Klaus lacht schon, der setzt sich ja fürs Wechselmodell ein, ja. Und ich habe in meinem Antrag geschrieben, der Herr Marco Buschmann ist ein Kindeswohlgefährder, weil er ja in der Öffentlichkeit übers Wechselmodell redet und es dann ja viele Kinder hören können und dann gefährdet er ja die Kinder. Ja, ja. Ich habe das gemacht, um die Absurdität der Rechtsprechung aufzuzeigen. Was kommt zurück? Ja? Der Richter am Amtsgericht Ulm schreibt, das sei ja was anderes. Begründet aber nicht, was da anders ist. Mhm. Aber wenn du dir überlegst, dieses Axiom, ja, dieses Prinzip autoritärer Erziehung, erklärt, was anders ist. Ja. Der Herr Buschmann macht es ja im Parlament. Er macht es ja in der Sozialsphäre. Er macht es in der Öffentlichkeit. Deutschland ist in der Öffentlichkeit eine Demokratie. In unserer Sozialsphäre sind wir eine Demokratie. Aber was der Herr Buschmann macht, wenn er über das Wechselmodell redet in der Öffentlichkeit, ist es was anderes, wenn ich mit meinen Kindern im Privaten über das Wechselmodell rede. Weil im Privaten ist es keine Demokratie. Es ist ein autoritäres System. Wenn meine Ex-Frau, die Mutter meiner Kinder, das Wechselmodell nicht will, aber ich will es und ich kläre meine Kinder darüber auf, dann ist die Meinungsdiktatur, die ein deutscher Richter von guten Eltern erwartet, nicht mehr gegeben. Dann muss man halt einem Elternteil die Kinder nehmen. In unserem Fall war es ich, weil ja die herrschende Politik, so erkläre ich es mir, ja, die möchte das Wechselmodell nicht. Damit bin ich ja derjenige, der nicht systemkonform ist, aus Sicht der autoritär geprägten Richter, ja, was die Pädagogik angeht. Und deshalb wurden meiner Ex-Frau die 4 Kinder zugesprochen. Gut, die älteste Tochter lebt ja bei mir jetzt schon seit 4 Jahren fast. Ja, die ist wie der Junge in Kleve geflohen aus dieser Meinungsdiktatur. Ja. Die ist dann zu mir, weil sie Angst hatte, sie hat dann keinen Kontakt mehr zum Vater. Aber meine anderen 3 Kinder, die habe ich jetzt seit 3 Jahren nicht gesehen. Und sowas kannst du als Richter nur machen, wenn du Erziehungsvorstellungen hast, die autoritär sind. Ja. Und die andere Ebene von dem Ganzen ist nämlich, nicht nur basiert die Rechtsprechung des BGH und übrigens das Bundesverfassungsgericht hat die ja bestätigt, das Bundesverfassungsgericht hat das selber in mehreren Beschlüssen gesagt, ja, wenn die Eltern nicht kooperieren und kommunizieren, dann geht das Wechselmodell in der Regel nicht. Ja? Also aus verfassungsrechtlicher Sicht, eigentlich machen die Bundesverfassungsrichter heute mit dem Kindeswohl dasselbe, was sie 56 mit der Sittenwidrigkeit bei Homosexuellen gemacht haben. Meiner Meinung nach war das 56 ein staatliches Verbrechen an Homosexuellen. Und heute haben wir durch das Bundesverfassungsgericht, ja, meine Meinung, weiß nicht, ob das jetzt als Beleidigung ausgelegt wird, ja, es ist meine Meinung, das sage ich so. Das Bundesverfassungsgericht begeht heute ein psychisches Verbrechen an Trennungsfamilien, vor allem an den Kindern, indem es die BGH-Rechtsprechung unterstützt. Und diese andere Ebene, von der ich sprechen wollte, ist, okay, das eine ist die autoritären Erziehungsvorstellungen der Richter, die im Einklang sind mit der herrschenden Politik. Grüne, SPD, CDU haben alle das autoritäre Erziehungsbild im Sinn, wenn sie sagen, ja, die Richter sollten sich am Kindeswohl orientieren und das Wechselmodell soll nicht Standard sein. Nichts anderes sagen die damit wie,
ist okay, wenn ihr die Einelternherrschaft, ja, oder die Gleichschaltung der Eltern als bestimmendes Prinzip, ja, als Maxime festlegt. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass die Rechtsprechung in dem, was sie anordnet, auch dieser autoritären Erziehung folgt, nämlich der schwarzen Pädagogik. Wenn du nicht der einen Elternherrschaftsmaxime, ja, oder der Gleichschaltungsmaxime folgst, wirst du isoliert von deinen Kindern. So wie nach Johanna Harald dein Kind von dir bei der Geburt isoliert wird. Also die Rechtsprechung in dem, was sie anordnet, ist wieder autoritär pädagogisch. Ja, genau. Und die Johanna Harra war doch auch diejenige Frau, glaube ich, die gesagt hat, man soll die Babys immer schreien lassen und man soll sich nicht um die kümmern in der Nacht und die müssen so lange schreien, bis sie vor Erschöpfung nicht mehr können. Und so sinngemäß wird es ja auch mit den Kindern dann gemacht, die in der Trennungsfamilie sind. Die leiden halt. Und bis sie halt irgendwann völlig erschöpft sind, sagen sie nichts mehr und äußern sich nicht mehr. Und die bis sie halt völlig aufgeben irgendwann. Also das ist ja dieser Willenbrechen, all diese Dinge. Und was die Gerichte ja verkennen, ist, ja, der andere Elternteil würde doch kooperieren, wenn das Wechselmodell angeordnet wird, weil dann müsste er ja irgendwann. Er wird es einfach, es würde zwangsläufig wahrscheinlich, es passiert ja zwangsläufig von alleine. Da muss ja gar niemand was machen. Wenn es heißt Wechselmodell und dann kooperierte er. Also das ist ein völlig, völlig selbst, ne, das ist passiert eigentlich autonom. Aber also ich bin auch völlig geschockt über diese veraltete Sichtweise und ich habe nicht geglaubt, ich habe wirklich nicht geglaubt, dass es so etwas noch gibt. Und ich tue mich immer noch schwer, mich daran zu gewöhnen und diese Art der Erziehung zu tolerieren oder anzuerkennen, weil ich habe mir nicht vorstellen können, dass es noch Menschen gibt, die die Welt so sehen. Also ich glaube, dass viele Richter, die so entscheiden, sich dieser Mechanismen, über die wir jetzt gerade diskutieren, überhaupt nicht bewusst sind. Sondern dass es hier ein Entscheidungsautomat, der diese Informationen, der diese Sicht der Dinge überhaupt nicht an sich ranlässt, sondern er hat es so gesehen, er hat es so erlebt und hält es dann auch für die einzig sinnvolle Entscheidung, die da getroffen werden kann. Wenn du solche Leute im Zweifel kritisierst, Sandro hat es ja auch zum Teil sehr intensiv gemacht, da kommt ein maximales Unverständnis und eine mangelnde Bereitschaft zum Tragen, die erkennt man da, dass letztendlich diese Leute sich zutiefst angegriffen fühlen und nicht anfangen zu reflektieren, was ist da in meiner Denke, was ist in meinem Entscheidungsverhalten möglicherweise tatsächlich so, dass mich jemand so angreifen kann. Also in der Psychologie nennst du das Ich-Synton. Also Ich minus S-Y-N-T-O-N. Etwas ist Ich-Synton, wenn es Teil deiner Persönlichkeit ist und du nicht darüber reflektieren kannst, weil es Teil deines Antriebs ist, deiner Motivation, ja, deiner Aggression, ne? Nicht im Sinne von Gewalt, sondern das, was dich antreibt, ja, dein Motor. Also auf Freifarm gab es ja erst vorgestern so einen Kommentar, wo eine Frau geschrieben hat, Eltern müssen an einem Strang ziehen. Das ist Ich-Synton, das stellt die gar nicht in Frage. Ja? Warum? Weil sie als Kind wahrscheinlich von ihrer Mutter getrennt wurde, ja? Weil sie in dieser harrischen, autoritären Erziehungslogik gefangen ist. Und es ist ein in sich geschlossenes System, das du nicht hinterfragen kannst, wenn es schon als Baby Teil deiner Person, ja, deiner Entwicklung ist. Und das ist auch an dem, was ich sage, als mir das klar wurde, habe ich gedacht, ach du heilige Scheiße, ja. Weil
Wie willst du da rankommen? Ja? Überleg mal, wie lange es gedauert hat. In Deutschland wurden 1993 oder 1994 noch die letzten strafrechtlichen Entscheidungen gegen Homosexuelle gefällt, die ins Gefängnis mussten. Also 45 bis 94 wollen wir noch so lange warten, ja, bis endlich in Deutschland das Wechselmodell kommt. Und das Wechselmodell ist der Kampf einer demokratischen Erziehungsform gegen eine autoritäre. Es ist nichts anderes. Genau darum geht es. Der Tag, an dem das Wechselmodell Standard ist in Deutschland bei Trennungsfamilien, ist der Tag, an dem der Staat sicherstellt, dass in Familien, in Trennungsfamilien eine demokratische Erziehung möglich ist. Ja, ich sage ja nicht, dass er dann noch eingreifen muss und sicherstellen muss, dass Kinder demokratisch erzogen werden. Ja, aber was der Staat nicht machen darf, was er aber jetzt genau macht, er darf nicht das Gegenteil machen und Beschlüsse anordnen, die eine autoritäre Erziehung durchsetzen, indem die Kinder einem Elternteil nach der Trennung hilflos ausgeliefert sind. Das ist genau das Gegenteil. Und noch dazu der finanzielle Aspekt. Derjenige, der Kinderbesitzer, ist ja oftmals auch der Kindermissbraucher, der übers Einkommen verfügt und der andere, der Unterhaltspflichtige, der wird ja völlig ausgenockt. Also erschreckend auch, die Düsseldorfer Tabelle wurde erhöht zum Jahresbeginn. Man hat eigentlich gedacht, na, das machen sie dieses Mal nicht, weil es ist ja klar, alle bezahlen jetzt mehr, die Energiekosten sind höher geworden. Nein, 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 die Kinderbesitzer bekommen mehr, aber die Unterhaltspflichtigen, denen wird noch mehr abgenommen. Also das ist ja unglaublich und da hat ja, also da fehlt mir auch jegliches Verständnis dafür, was da die Politik sich denkt oder entscheidet. Ja, also der finanzielle Aspekt ist, glaube ich, auch ein ganz großer Aspekt, der da dahinter steht. Also wir haben in der Familienrechtsprechung ein totalitäres Subsystem der Gesellschaft. Wie ich gesagt habe, in der Sozialsphäre demokratisch, in der Privatsphäre, in der Kernprivatsphäre, in der Familie autoritär. Ja. Und wenn du autoritäre Strukturen hast, ja, die Richter in Trennungsfamilien durchsetzen mit ihren Beschlüssen basierend auf BGH und Bundesverfassungsgericht Beschlüssen, dann hast du natürlich immer, ich nenne es mal den Seiteneffekt von autoritären Systemen, dass es Nutznießer dieses Unrechts gibt. Mhm. Und es hat im Dritten Reich Nutznießer gegeben, die von der Judenverfolgung profitiert haben. Ja, denken wir nur an die Kunst, den Kunstraub, der da geschehen ist. In der DDR dasselbe und nicht ganz so krass, ja, nicht ganz so brutal, aber auf psychischer Ebene. Ja, ich habe gesagt, ein Psychoverbrechen, das da meiner Meinung nach in Deutschland gerade seit Jahrzehnten an Trennungsfamilien stattfindet. Ja. Da gibt es Nutznießer und der Nutznießer, Profiteur davon, ist der Elternteil, der autoritär erziehen will. Mhm, ja. Ja, so sinngemäß, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, aber so sinngemäß hat es auch der Lutz Wallisch von der GWG mal geschrieben. Der hat so ungefähr geschrieben, das war der Gutachter in deiner Sache, oder? Ja, genau. Aus seiner Sicht ist der strengere Elternteil, der bessere Elternteil, der sich mehr durchsetzt und der nicht diskutiert, der sagt, so ist es und so wird es gemacht und nicht anders und der die Kinder gar nicht fragt und der die Kinder auch gar nicht berücksichtigt, was die so wollen, sondern da muss einer sein, der die Keule schwingt und sagt, genau so wird es jetzt gemacht. Also so sinngemäß kann man das rauslesen aus meinem Gutachten, ja. Weil er mehr führt, also weil der Vater die Kinder härter führt, ist er aus seiner Sicht der bessere Elternteil. Also, ja, also die Deutschen brauchen immer einen Führer. Ja. Also nicht mehr in der Gesellschaft, nicht mehr sozial. Also,
So ein Ja, wir lachen Privat. jetzt, ja. Aber ich habe mich auch immer gefragt, warum sagen alle, viele Menschen, ja, die Deutschen sind Nazis. Ich habe es jetzt verstanden. Wenn ich im Ausland bin, dann sind die alle viel freundlicher und viel netter zu Kindern. Aber bei uns, das sind die Kinder manchmal so, die werden so mit harter Hand angefasst und behandelt von vielen, dass ich jetzt verstehen kann, warum viele, die nicht aus Deutschland sind, sagen, ja, die Deutschen sind Nazis. Ich verstehe das jetzt. Und das habe ich früher mich immer gefragt, warum ist denn das so? Aber wenn man in einem anderen Land ist, da sind die Menschen viel liebevoller und freundlicher und netter mit Kindern. Also die... Ja, das kommt, ich meine, die Deutschen gibt es ja so wenig wie die Amerikaner oder die Russen. Was damit gemeint ist, ist sicher nicht die Nazi-Ideologie, ja, sondern irgendwie dieses Verhalten, das da immer noch über die Generationen tradiert wurde. Und ich sehe das ganz stark im familiären Bereich. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir reden ja über die Eltern, die sich nicht selber einigen könnten, können. Es gibt ja viele Eltern, die das Wechselmodell hinbekommen, ja, oder auch was anderes und sich selbst darauf geeinigt haben. Und ich sage, das sind Eltern, die, ich sag mal, die demokratische Erziehung verinnerlicht haben, zu einem Minimum, ja, so dass es möglich ist, dass sie sich einig sind, wie sie erziehen. Kann ja auch sein, dass es zwei Eltern sind, die sagen, ja, an einem Strang ziehen und ich arbeite und du erziehst die Kinder und alles bitte autoritär, kann ja genauso sein, ja. Wir reden über die Eltern, wo der Staat die Möglichkeit hat, einzugreifen. Und wenn der Staat eingreift, dann zeigt sich, was ich gesagt habe, nämlich, dass der Staat, ja, seine herrschende Politik, Justiz und Exekutive, Exekutive ist Jugendamt, Justiz sind die Familiengerichte und dann die Oberlandesgerichte, BGH, Bundesverfassungsgericht, Verwaltungsgerichte und Politik, ja, das sind die Grünen, die CDU, die SPD, die AfD gehört da auch noch zum Großteil dazu, außer die FDP, ja, die ist fürs Wechselmodell, die ist für die demokratische Erziehung. In diesem System, ja, wenn du dich an den Staat wendest, so naiv wie wir alle waren, ja, und du denkst, naja, die sind ja unabhängig, die Richter, und wir leben ja Demokratie, ja. Wenn du so ins Familiengericht reingehst und denkst, und jetzt stellen die sicher, dass ich meine Kinder auch sehe und meine Kinder mich auch regelmäßig sehen, und plötzlich erlebst du genau das Gegenteil, kommst in diesen Wirbelwind rein, weißt gar nicht, was los ist. Und ich, ja, wie viele Jahre ist es jetzt her? 7 Jahre fast, ja, als das Ganze angefangen, 7 oder 6 Jahre. Ich verstehe jetzt, okay, die denken autoritär, was Erziehung angeht, und ich denke demokratisch. Für mich, ja, für mich ist es völlig scheißegal, wie meine Ex-Frau meine Kinder erzieht. Wenn meine Kinder bei mir sein können, dann erleben die was anderes, dann können die vergleichen, dann können sie sich entscheiden, dann können sie auch sagen, die sind beide doof, ja, in dem Bereich, dann mache ich mein eigenes Ding. Das ist eine demokratische Erziehung. Aber etwas aufstülpen, wo die Kinder einem Elternteil ausgeliefert sind und bei dem im Lebensmittelpunkt sind und der andere Elternteil vor Gericht kämpfen muss, damit er überhaupt noch Kontakt hat, weil der Elternteil, der die Herrschaft über die Kinder hat, einfach sagt, nee, ich gebe sie dir nicht mehr. Und dann ein Gericht nachher auch sagt, naja, also jetzt hast die Kinder ein Jahr nicht mehr gesehen, jetzt machen wir mal einen Umgangsausschluss, das ist jetzt besser für die Kinder. Ja, weil wenn sie dich jetzt nach einem Jahr wiedersehen, dann sind die völlig durcheinander, ja. Genau. Sind nur schockiert, ja, weil jetzt ist dann wieder ein anderer Elternteil, der wieder irgendwie andere Vorstellungen hat. Nein, nein, lass uns mal bitte in der autoritären Erziehung bleiben. Du darfst jetzt deine Kinder 2 Jahre nicht sehen, damit Ruhe einkehrt, ja, damit der totalitäre Erziehungsstaat, dieses Subsystem funktioniert, wie wir es wollen. Naja, ja, das ganze Thema ist ein Thema gewesen, was uns in den letzten Jahren oder auch im letzten Jahr jetzt intensiv beschäftigt hat. Wir haben auch viele Fälle jetzt erlebt, wo Umgangsausschlüsse von den Gerichten durchgesetzt wurden. Wenn ich hier die
ja, ich sag mal, anderen Elternteile so vom geistigen Auge sehe, dann hat man auch eine Vorstellung darüber, wie viel Energie es einem kostet, wenn die Kinder keinen Kontakt mehr zu einem haben. Letztlich ist das alles ein brutales Energiespiel auf der Ebene der Eltern. Der eine nimmt dem anderen die Energie dadurch, dass er ihm beispielsweise den Kontakt zu den Kindern vereitelt. Das ist alles ein einziger Wahnsinn. Mit rechtsstaatlichen Grundsätzen kann sowas nichts mehr zu tun haben. Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist hier absolut übel. Wir haben ja, Jessica und ich auch, jetzt insbesondere in dem einen Fall mit Bad Tölz und Wolfratshausen erlebt, wie schnell auch hier die Gerichte wieder dabei waren, beiden Elternteilen den Kontakt zu den Kindern zu nehmen. Wesentlich in dem Kontext war ja beispielsweise das Thema Jugendamt. Ja, da hast du scheinbar Spezialisten sitzen, die wissen, was gut fürs Kind ist. Mhm. Diese Personengruppe dürfen wir in diesem ganzen Konzept, in diesem ganzen Kontext nicht ignorieren. Also auch da ist sehr, sehr viel autoritäres Verständnis vorhanden, was den Leuten offensichtlich im Rahmen einer sozialpädagogischen Ausbildung irgendwie eingeimpft wurde. Oder aber das ist einfach das, ich sage jetzt mal, einseitig feministische Denken. Da habe ich teilweise kein Gefühl dafür, was überwiegt da gerade eben. Das Interessante ist, und da würde mich auch interessieren, was die Jessica sagt als Frau dazu, es ist nicht Feminismus aus meiner Sicht. Ja. Also wenn das Jugendamt denkt, dass Kinder zur Mutter gehören, ja, was die aber nie sagen würden. Ich habe bisher nie erlebt, dass ein Jugendamt das so direkt sagt. Ja. Aber was passiert ist, wenn du das autoritäre Axiom hast und dann die Kinder trennst von einem Elternteil, um die autoritäre Erziehung beim anderen sicherzustellen, musst du das ja auch begründen. Und dann kommt ja diese Kontinuität ins Spiel, ja, das Kontinuitätsprinzip. Und dann sagt man, naja, der Vater hat gearbeitet, die Mutter hat nur ein Drittel gearbeitet, ja, die hat mehr Zeit mit den Kindern verbracht, deshalb kriegt die Kinder. Und das Interessante daran ist wieder, ja, ich komme zurück zu diesem Punkt, wo der Mutter bei der Geburt das Kind weggenommen wird. Kontinuität, ja, also zum Beispiel, das schreibt diese Siglinde Chamberlain und zitiert da auch die Johanna Harrer. Es ist wichtiger in der Autorenerziehung, dass Routinen eingehalten werden, ja, zum Beispiel, dass das Kind immer um 20 Uhr ins Bett muss. 20 Uhr, ja, ich meine, wir kennen das alle noch. Sandmännchen, vorher noch baden, ja, Sandmännchen, Bett. Und die Routine immer am gleichen Tag. Ja. In der autoritären Erziehung ist diese zeitliche Routine, ja, quasi diese industrielle Routine, wichtiger als emotionale Nähe. Wenn mein Kind um 20 Uhr irgendein komisches Gefühl hat, anfängt zu weinen und ich sage, du, nein, jetzt weinst du nicht mehr, jetzt gehen wir ins Bett, ja, dann ist es autoritäre Erziehung, weil du die Routine über das Gefühl des Kindes stellst. Wenn das Kind aber um 20 Uhr irgendwie sagt, oh, Mama, heute im Kindergarten, da hat mich der geschlagen, oh, erzähl mal, ja, dann kommt es jetzt gerade raus und dann können wir darüber reden, dann kriegt das Kind eine emotionale Sicherheit, kann dann um 20.20 Uhr ins Bett und schlaft ruhig ein, ja, dann war es halt nicht 20 Uhr. Zurück zum Kontinuitätsprinzip. Das Kontinuitätsprinzip ist rein zeitlich, ja. Wie viel Zeit hat das Kind mit welchem Elternteil verbracht? Mehr Zeit bei der Mutter, gut zur Mutter, mehr Zeit beim Vater zum Vater. Ja? Es hat nichts mit Emotionen zu tun. Und das kommt auch wieder aus dieser autoritären Vorstellung heraus. Es kann ja sein, dass der Vater derjenige ist oder war, der die Kinder nicht so oft gesehen hat. Aber vielleicht hassen die Kinder ihre Mutter, ja, nur weil diese Frau mir
Essen auf den Tisch stellt, ja, nur weil diese Frau mich in den Kindergarten bringt, heißt es ja noch nicht, dass ich emotional nur sie brauche, und nicht mein Vater. Der Aspekt der Bindung ist ja auch noch ein Element des Kindeswohlbegriffs. Da hat man ja schon mal noch in einem gewissen Umfang gewisses Korrektiv gegebenenfalls, insbesondere wenn ich Gutachter bin und dann hier ein Gutachten auf der Grundlage von irgendwelchen Mindeststandards erstellen müsste. Was ist Bindung? Also zum Beispiel ich als Vater, ja, meine jüngere Tochter, die mag nicht geküsst werden. Ja? Also die habe ich dann immer auf den Kopf oben geküsst. Ja? Die wollten nicht irgendwie geküsst werden. Ja? Jetzt könnte man sagen, ja, die haben ja eine seltsame Bindung. Ja? Und ich bin sowieso jemand, ich gehe nicht zu meinen Kindern hin, knuddel die, umarm die und sonst was, ja, und schmeiß die zu mit Liebe, sondern ich schaue, wie sind die drauf, was wollen die? Und dann ja, auch wenn die weinen oder so, dann frage ich, soll ich dich in den Arm nehmen? Und manchmal kommt nein. Ja? Was ist das jetzt für eine Bindung? Bin ich jetzt ein distanzierter Vater, der keine emotionale Bindung zu seinen Kindern hat? Oder, ja, jetzt wieder Stichwort demokratische Erziehung, bin ich jemand, der die Souveränität meiner Kinder von Anfang an respektiert hat, indem ich frage, soll ich dich umarmen, ja, brauchst du das gerade, hilft dir das, ja, habe ich ihnen ja die Möglichkeit gegeben, zu reagieren und eine Grenze aufzustellen, sodass ich kein übergriffiger, ja, emotional übergriffiger Elternteil bin. Mhm. Aber jemand im Jugendamt, der, ja, ich sag mal, die traditionelle, autoritäre Erziehung im Kopf hat, die muss übertüncht werden mit etwas, das aussieht wie Liebe. Ja? Eine Mutter, die das Kind bedüdelt, ja, und sagt, oh, brauchst du dies, brauchst du das, und hier, und ich koche immer jeden Tag mit euch. Ja? Und später kommt es dann als Vorwurf den Kindern gegenüber, ja, damit die ein Schuldgefühl haben und dann so bei diesem Elternteil bleiben. Ja, ja, genau. Das ist eine ganz andere Sache. Ja? Das sieht von außen, ja, das ist auch bei der autoritären Erziehung, die Fassade muss gewahrt werden. Ja? Mhm. Also es ist ganz wichtig, dass ich von außen aussehe wie ein Vater, der seine Kinder liebt, wie eine Mutter, die ihre Kinder liebt. Das ist alles Teil des autoritären Spiels. Ja? Aber was ist Bindung in dem Zusammenhang? Und daher, wenn du autoritär geprägt bist, hast du einen ganz anderen Blick auf die Frage, was ist Bindung, als jemand, der, ich sag mal, natürlich sich entwickelt hat. Ja? Selbst wenn man autoritär erzogen wurde, kann man sich später zu einem natürlichen Mensch entwickeln, sage ich mal. Ja, ich bin selbstständig, ich bin immer meinen Neigungen und Leidenschaften gefolgt, ich habe Dinge gemacht, wo manche Leute nur den Kopf geschüttelt haben, ja, wo ich später gemerkt habe, ja, jetzt verdiene ich aber mehr als der, der den Kopf geschüttelt hat, ja, einfach weil ich mich da reingefuchst habe, weil es mich interessiert hat. Ich bin einem intuitiven Weg gefolgt, ja, und dann lernst du diese Natürlichkeit, die du vielleicht in der Kindheit nicht gelernt hast. Das ist immer möglich, aber was ist Bindung? Hängt ganz stark von deiner eigenen Prägung ab und bist du grundsätzlich autoritär oder demokratisch orientiert? Mhm. Jo. Denke, wir haben ja noch die anderen Fragen, wie Verfahrensbeistand, ja, ich denke, wir haben jetzt hier sehr umfangreich so über Kindeswohlbegriff in den Verästelungen und in der eigentlich notwendigen demokratischen Ausgestaltung gesprochen. Was waren letztendlich unsere Themen im letzten Jahr, die wir hier im Rahmen eines Jahresrückblicks noch ein Stück weit ansprechen sollten? Ich wollte noch eins sagen, die Frage war ja politisches Kindeswohl. Was ist an dem Ganzen politisch? Und so wie die herrschende Elite, und herrschende Elite ist ein sozialwissenschaftlich, politikwissenschaftlich guter Begriff, ja, das ist kein unscharfer Begriff, sondern der wird so benutzt in der Wissenschaft. Ist ja auch ganz klar, wer die herrschende Elite sind. Das sind in der Demokratie die gewählten Personen und die, die in den Amtsstuben sitzen und in der Justiz, ja, die Entscheidungen treffen können. Was ist politisch an dem Ganzen? Das ist wie bei den Homosexuellen. Ja? Wenn diejenigen, die zur herrschenden Elite gehören,
eine bestimmte Vorstellung von Sitte haben, nämlich Homosexualität ist etwas Abscheuliches, Abartiges, Sittenwidriges, ja, dann hat es Konsequenzen. Das leitet dann die Politik und dann werden Gesetze gemacht, die Homosexualität unter Strafe stellen. Kindeswohl ist kein strafbewährter Begriff im strafrechtlichen Sinne, ja. Aber es ist genau dasselbe Prinzip. Und die Bestrafung findet eben darüber statt, dass ein Elternteil die Kinder im Lebensmittelpunkt hat und der andere nicht. Ja. Das ist eine Bestrafung des demokratisch erziehenden Elternteils oder der, der auch autoritär erziehen will, wie der andere. Ja. Und dann kriegen die beide aber die Gleichschaltung nicht mehr hin. Ist egal, wie man sieht. Ja. Und das macht das Ganze politisch. Aber das macht es auch so schwer, es zu ändern, weil es in der persönlichen Prägung verhaftet ist. Und die Politik quasi durchfließt. Ja? Es ist nichts Greifbares. Und wenn du mit solchen Leuten argumentierst und sagst, ja, aber das ist doch autoritär, werden die dich angucken und sagen, nee, die Eltern müssen an einem Strang ziehen. Das Kind braucht Führung. Kinder sind hilflos in der Welt. Die brauchen die Hilfe der Eltern. Ja? Anstatt zu denken, nee, die sollen zu selbstständigen Wesen herangezogen werden. Natürlich braucht ein Baby am Anfang Nahrung und kann nicht in den Supermarkt laufen und sich selber was kaufen. Ja, das ist doch ganz klar. Ja. Aber das Ziel muss ein selbstbestimmtes Wesen sein. Und damit bin ich fertig. Also ich wollte nur noch mal klären, was ist das politische Kindeswohl? Das ist einfach so, dass diejenigen, die die politischen Entscheidungen treffen, durch autoritäre Erziehung geprägt sind und immer noch das Kindeswohl im Sinne einer autoritären Pädagogik betrachten. Jo. Gut, andere Themen. Ja, vielleicht wollen wir mal das Thema ansprechen. Wir haben im November erlebt, ich und der Klaus, dass das Bayerische Verwaltungsgericht München hat einen Beschluss erlassen. Und zwar in einer Eilsache, in einem Antrag gemäß § 123 Verwaltungsgerichtsordnung hat das Verwaltungsgericht gesagt, dass der Antrag der Eltern, denen wir helfen als Beistände, also ich bin Beistand für die Mutter und der Klaus ist Beistand für den Vater, hat das Gericht gesagt, der Antrag der Eltern wird abgelehnt. Ich habe den Beschluss hier liegen. Es war die 18. Kammer, Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht. Es war die Richterin als Einzelrichterin. Ich suche mal noch kurz nach dem Namen. Hat also festgestellt, ich und der Klaus wären quasi nicht geeignet als Beistände für die Eltern. Also wir machen das schon, ich glaube, seit 2 Jahren für die Eltern sind wir Beistände und seitdem läuft auch alles sehr, sehr gut. Wir haben absolut, würde ich sagen, viel erreicht, Umgang, Kooperation mit dem Jugendamt am Wohnort und so weiter. Also wir haben da einiges in die Wege geleitet und den Eltern geholfen, die natürlich mit ihren Nerven und mit ihrer Kraft irgendwann am Ende waren. Und du kannst eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du es alleine nicht mehr managen. Du brauchst jemanden, der dir hilft, manchmal für dich spricht, wenn dir die Worte fehlen oder wenn es einfach zu anstrengend ist. Und der Antrag der Eltern beim Verwaltungsgericht kam zustande, weil der Klaus und ich sind eigentlich bei Gesprächen mit dem Jugendamt Rosenheim, auch bei Hilfeplangesprächen mit dabei, weil die Eltern eben sagen, sie fühlen sich besser und es ist einfacher für sie, wenn sie da nicht alleine sind. Und dann haben sie auch beantragt, weil eben 2 ihrer Kinder im Zuständigkeitsbereich Bad Tölz-Wolfratshausen sind und dort auch das Jugendamt zuständig ist für den Pflegekinderfachdienst, dass wir eben beim Hilfeplangespräch für diese beiden Kinder auch dabei sind. Und aus uns nicht bekannten Gründen lehnt eben das Jugendamt, das Kreisjugendamt Bad Tölz-Wolfratshausen uns ab und sagt eben den Eltern, beim Hilfeplangespräch
dürft ihr keine Beistände haben, beziehungsweise nicht den Klaus und mich, weil wir nämlich in Anführungsstrichen, ja, wie soll man sagen, wie soll ich sagen, weil wir böse sind, weil wir eben Redakteure bei Freifam sind, können wir nicht als Beistände. Steht es so? Ja, wir haben ja auch das Jugendamt in der Vergangenheit durchaus kritisiert. Mhm. Und dadurch, dass wir sozusagen kritisiert haben, beziehungsweise die Leute auch beim Namen in der Öffentlichkeit genannt haben, sind wir als Beistände in der Situation nicht hinnehmbar. Also hast man muss es sich noch so vorstellen, es gibt hier ja eine Reihe von Artikeln von uns, die immer irgendwo mit den Mitarbeitern vom Jugendamt in Bad Hölz-Wolfratshausen zusammenhängen, die alle eine gewisse Tendenz haben. Und jetzt wären wir halt notwendigerweise mit diesen Leuten auch irgendwo im Rahmen eines Hilfeplangespräches in Kontakt gekommen. Und da hat es geheißen, diese zwei Leute, never ever, die tragen diese ganzen Informationen ja auch immer in die Öffentlichkeit. Also ich für meinen Teil und auch von Jessica, wir haben noch nie aus irgendwelchen vertraulichen Inhalten aus Hilfeplangesprächen berichtet, sondern wenn, dann nur letztendlich immer über Sachverhalte, die schwarz auf weiß vorhanden waren, wo du dir denkst, wie kannst du unter welchen Umständen zu diesen und jenen Folgerungen kommen? Das ist ja alles etwas komisch. Aber da war letztendlich unsere journalistische Tätigkeit für Freifam ein Punkt, der jetzt auch vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in der ersten Instanz in der Eilsache als nicht hinnehmbar für das Jugendamt angesehen werden konnte. Ich meine, es gab dann auch noch ein Hilfeplangespräch mit dem Jugendamt in Rosenheim. Mhm. Und auf einmal haben wir doch durchaus mit den Leuten sprechen können. Also wenn es das Jugendamt in Rosenheim veranstaltet, dann ist es kein Problem. Aber wenn es das Jugendamt in Bad Hölz-Wolfratshausen veranstalten würde, dann sind wir an der Stelle außen vor. Und nachdem es auch hier umfangreich Dokumentation schwarz auf weiß gibt. Mit dem einen Jugendamt diskutieren wir mittlerweile die Rückführungsbedingungen, mit dem anderen Jugendamt diskutieren wir gerade immer noch die Ausweitung von Ungarn. Ja, also verstehe ich es richtig, dass das der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, das heißt ja das höchste. Ja. Nee, das ist jetzt in der Beschwerde. Also erstmal hat hier entschieden das Bayerische Verwaltungsgericht München. Aha. Und da sind die Eltern jetzt in die Beschwerde gegangen zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Und, okay, das heißt, es wurde entschieden, dass ihr als Beistände nicht zuzulassen seid, weil ihr Journalisten seid, und wurde explizit gesagt, weil ihr Journalisten bei Freifam seid. Ich darf mal vorlesen, was der Antrag hier was der Antragsgegner sagt. Also das steht auch so im Beschluss. Also das Gericht teilt jetzt quasi mit, der Antragsgegner, also in Klammern jetzt Landkreis Bad Hölz-Wolfratshausen, begründet seine Entscheidung insbesondere damit, dass die beiden gewünschten Beistände der Behörde bekannt seien. Sie seien Autoren einer Internetplattform und hätten bereits Artikel über die Arbeit des Jugendamtes und dessen Mitarbeiter veröffentlicht, in denen das Jugendamt des Antragsgegners und insbesondere zuständige Mitarbeiter denunziert und falschen Beschuldigungen ausgesetzt worden seien. Nach der Ablehnung der Beistände habe die Pressestelle des Antragsgegners eine Anfrage des Verantwortlichen der Internetseite erhalten, mit dem Hinweis, dass beabsichtigt sei, demnächst wieder umfangreich über den Fall berichten zu wollen. Es dränge sich der Verdacht auf, dass eine Teilnahme den Hauptzweck verfolge, die Mitarbeiter und die Arbeit des Jugendamtes abermals zu denunzieren. Es sei deshalb unmöglich, mit diesen eine vertrauliche Atmosphäre zu schaffen, in der eine kooperative Zusammenarbeit mit den Antragstellern ermöglicht werde. Kooperativ.
Kommunikation ist dann der nächste Begriff. Ja, und das Gericht schreibt dann aus seiner Meinung nach, diese Einschätzung des Antragsgegners ist nicht zu beanstanden. Entsprechend der Internetseite, auf der die beiden gewünschten Beistände Artikel verfassen, handelt es sich um eine Initiative, die die Öffentlichkeit über die im deutschsprachigen Raum grassierenden Kindeswohlwillkür von Jugendämtern und Familiengerichten durch Berichterstattung über Fälle informieren möchte. Von den beiden gewünschten Beiständen finden sich auf der Internetseite Artikel zu dem Verfahren der Antragsteller. Entsprechend den Inhalten dieser Artikel ist die Beurteilung des Antragsgegners, dass eine Teilnahme dieser beiden Personen befürchten lässt, dass der Sinn und Zweck eines Hilfeplangespräches nicht erreicht werden kann, nachvollziehbar. Also es ist so, wenn man über Fehler berichtet, die da Mitarbeiter machen, dann wird man sozusagen bestraft. Und ich sehe es eigentlich so, eigentlich schon fast, dass wir denunziert werden. Also ich werde denunziert vom Landkreis Bad Tölz, Wolfratshausen und auch der Klaus, weil wir haben den Eltern in einer mit sehr hohem Zeitaufwand und persönlichen Einsatz sehr, sehr geholfen. Und die Eltern sind in erheblichem Maß weitergekommen. Und das Jugendamt war damals so arrogant, die haben ja die Eltern gar nicht ernst genommen. Die haben mit den Eltern eigentlich gemacht, was sie wollten. Und es gab ja nicht mal mehr Umgang, bis wir gekommen sind. Und wir haben ja dann erstmal da geholfen, dass es überhaupt wieder Umgang gibt. Und dann haben wir aber auch der Behördenmitarbeiterin oder drüber gesprochen, was da schief läuft. Dass zum Beispiel eine Frau Tamm teilweise Meinungen vertritt, die jetzt nicht jedermanns sind oder nicht unsere. Und offensichtlich dürfen wir das nicht oder das wird uns verboten. Wir haben jetzt quasi ein Denkverbot, ein Sprechverbot oder ein Schreibverbot, weil es ist nichts von uns jemals an den Haaren herbeigezogen, war erfunden oder es war eine Denunzierung. Im Gegenteil, wir haben sie an ihrer Arbeit gemessen und wir haben sachlich darüber geschrieben. Und was anderes haben wir noch nie gemacht. Wow. Ja. Wir haben ja auch also, an der Stelle, Sandro, da bist du ja auch höchstpersönlich aufgefordert worden. Der Landrat des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen ja offensichtlich selber noch zur Feder gegriffen und hat dich im Laufe des Jahres mal aufgefordert, letztendlich Artikel herunterzunehmen. Ne, das war dieser, wie heißt der? Herr Josef Niedermeyer. Josef Niedermeyer, der hat mich mal eingeschrieben, Wir sollten Kommentare entfernen, weil die irgendwie denunzierend seien. Und wir sind ja nach Netzdurchsetzungsgesetz verpflichtet, ja, wenn uns jemand hinweist darauf, dass da was ist, was strafrechtlich relevant sein könnte, dann habe ich die Kommentare auch entfernt und dann kam später nochmal irgendwas. Also im ersten Schreiben waren die Kommentare konkret benannt. Okay. Die habe ich auch alle entfernt. Bei den meisten habe ich gedacht, ja, die sind nicht in Ordnung. Bei ein paar, das war so, weiß ich nicht, aber ich habe sie trotzdem entfernt. Und dann kam später nochmal ein Schreiben. Das war dann aber nur auf die Art, ich soll noch weitere entsprechende Kommentare entfernen. Aber das war nicht konkret benannt. Und ich habe auch nichts gesehen, was irgendwie strafrechtlich relevant sein könnte. Da bin ich vielleicht auch auf dem Auge blind, weiß ich nicht. Ja. Wurde ja selber schon verurteilt wegen Beleidigung des Richters Dr. Markus Bühler, den ich als mutmaßlichen Sadisten bezeichnet habe, wozu ich nach wie vor stehe. Ja. Also nach dem, was ich jetzt erzählt habe über autoritäre Erziehung, passt es sehr gut. Ja. Egal, also ich find's der Hammer, was da entschieden wurde. Ich sehe es als Auszeichnung für Freifang. Also wenn sich das Verwaltungsgericht in München mit dem Jugendamt zusammenschließen muss, um euch zwei rauszuhalten, ja, weil die Befürchtung ist ja, weil ihr habt ja die Bad Tölz, Wolfratshausener Jugendamtsleute oder auch diesen Landrat Niedermeyer heißt er ja, glaube ich, bis jetzt noch nicht denunziert. Ja. Also
Von daher gibt es ja da konkret keinen Anlass dazu. Also es ist ein starkes Stück, weil ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, in England werden ja gerade Feldversuche gemacht, dass man Journalisten zu Familiengerichtsterminen zulässt, um halt diese Geheimniskrämerei, ja, dieses Verhandeln hinter verschlossenen Türen in den Familiengerichten aufzulösen, ja, damit, also zumindest Journalisten. Und hier in Deutschland haben wir jetzt genau das Gegenteil, ja. Journalisten werden nicht zugelassen. Ich weiß nicht, wie es in England ist, ja, ob dann nachher nur akkreditierte Journalisten oder ja, wahrscheinlich würde, selbst wenn in Deutschland dann sowas kommt, Freifam nie zugelassen werden, ja, weil sie ja immer kritisch berichten, ja. Naja. Aber ich finde es eine formidable Auszeichnung, ja, dass das Verwaltungsgericht in München sagt, nein, die zwei Halunken von Freifam dürfen keine, sagen sie ja so nicht, ich meine das jetzt im übertragenen Sinne, ja, die zwei, der eine Halunke und die Halunkin, ich will jetzt mal hier natürlich modern noch nicht gendern, aber ich will, dass du auch da also explizit du spielst jetzt quasi Jessica, den modernen Freisler. Nee, also der Freisler hat ja, was hat er gesagt? Ein Lump, schäbiger Lump, genau. Nee. Also ich will es nicht so in die Ecke drängen. Aber ihr seid ja offensichtlich nach Ansicht des Verwaltungsgerichts in München zwei Beistände, die nicht, also ihr solltet nicht als Beistände zugelassen sein, weil ihr Journalisten seid. Und man befürchtet, ja, man befürchtet, dass ihr denunzieren könntet, weil das ist ja das, was das Jugendamt im Konjunktiv gesagt hat, ja. Und das Gericht tut ja diese Gefahr auch sehen. Und also ich finde es eine Auszeichnung. Ich meine, erinnern wir uns daran. Absolut wird, weil unsere Tätigkeit da als Beistand, die wir für die Eltern da sind, hat ja nichts damit zu tun mit unserer Tätigkeit bei Freifam. Also da kann ich ja nicht zwei Tätigkeiten miteinander verwechseln. Und was wäre dann, wenn ich vielleicht Metzgerin wäre? Dann könnte ja das Gericht auch sagen, die wollen wir nicht, weil die ist Metzgerin. Also was hat das eine mit dem anderen zu tun? Weiß ich jetzt nicht. Also wir haben nie was vorgetragen aus Gesprächen oder Hilfeplangesprächen. Nie. Ja. Also ich meine, Wer Freifam aufmerksam beobachtet hat, der weiß, dass sowas für uns eine Steilvorlage ist, weil das ist genau die Möglichkeit, um das Ganze nochmal eine Ebene höher zu eskalieren, weil jetzt ist nicht mehr nur das Jugendamt Wolframshausen-Tölz offenbar eine staatlich-exekutive Organisation, die Eltern benachteiligen will, die zwei Menschen, ja, mit euch zwei Menschen an ihrer Seite haben, die Meinungsfreiheit, ja, und die Pressearbeit nutzen, um den Eltern zu helfen, ja, das will man ja damit verhindern, meiner Einschätzung nach, sondern das Münchner Verwaltungsgericht macht sich damit gemeint. Das heißt, das Münchner Verwaltungsgericht stellt sich jetzt natürlich in, wie soll ich sagen, unters Mikroskop von Freifam. Und wir schauen uns das genau an, wir berichten darüber. Wir nennen natürlich die Richter, gehe ich mal davon aus. Und das ist ja genau das, wie du die Themen in die Öffentlichkeit bringst. Ja, dann ist das Ganze nicht mehr nur in Bad Tölz, Wolfratshausen vergraben, sondern jetzt geht es ums Münchner Verwaltungsgericht. Und das ist, halte ich für einen Skandal, ja, dass man euch da ausschließt, weil ihr Journalisten von Freifam seid. Und dann gibt es da auch wieder diese Kollektivschuld, ja, Freifam macht ja diese Nächste, das sind diese Freifam-Leute. Man unterscheidet nicht, was macht ihr, ja, generell, was macht ihr jetzt bei diesem Fall, ja, hat es in dem Fall konkret Denunziationen gegeben, ich sage mal gerichtlich festgestellte, ja, weil das ist ja jetzt einfach nur eine Verdacht, ja, so eine Vermutung, eine Behauptung des Jugendamts und des Verwaltungsgerichts. Also wunderbar, danke. Danke, Münchner Verwaltungsgericht. Ja. Genau, also muss ja auch sagen, wir haben es ja bisher noch nie nötig gehabt, jemanden überhaupt in irgendeiner Weise zu denunzieren, weil die machen ja so viel Quatsch teilweise.
Das ist ja einfach nur ein sachlicher Bericht darüber, was da geschrieben wird und stattfindet. Das reicht ja schon völlig aus. Wir haben es ja gar nicht nötig, irgendwas zu erfinden oder irgendwas sonst wie herbeizuzaubern, was nicht den Tatsachen entspricht. Also, Also wir, das also die Krasse aber. Entwicklung, also ich muss mal sagen, diese Entwicklung in diesem Fall Bad Tölz-Wolfratshausen, die hat natürlich jetzt in den letzten Monaten schon auch nochmal auch in dem Kontext viele neue Wendungen genommen, die wir auf die Art und Weise, ich sage jetzt mal, schon langfristig angearbeitet haben. Das Thema an der Stelle heißt dann Informationsfreiheitsgesetz. Wir wissen, dass manche Bundesländer sowas haben. Der Bund hat es, Bayern hat es nicht. Das heißt also, du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, Jugendamt Bad Tölz-Wolfratshausen, ich hätte mal gern Einblick in die Jugendamtsakte oder Rosenheim, wie auch immer. Aber nachdem die Eltern also hier in diesem Fall nicht mehr in Bayern leben, sondern in Mecklenburg-Vorpommern und das Bayerische Jugendamt in der Vergangenheit sehr umfangreich mit dem Jugendamt in Mecklenburg-Vorpommern kommuniziert hat, haben die Eltern bzw. deren Anwalt einen Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz an das Jugendamt in Mecklenburg-Vorpommern gestellt, um Einblick in die Jugendamtakte zu erhalten. Und es ist hochinteressant, was hier zu erkennen war. Letztendlich, die Eltern kriegen vom Träger, wenn sie hier im begleiteten Umgang sind, nicht die Eltern, sondern die Jugendämter, erhalten da vom Träger alle halbes Jahr einen Bericht, wie die Umgänge gelaufen sind. Sowas findet sich auch in der Akte in Mecklenburg-Vorpommern. Die bayerischen Jugendämter haben diese Information über Jahre hinweg den Eltern vorenthalten und haben auch dem Gericht mitgeteilt, die Umgänge laufen schlecht. Das stand überhaupt nicht in diesen Unterlagen aus Mecklenburg-Vorpommern. Also auch Ups, hier wird das Gericht Klaus, sicherlich dem. jetzt hast du ja etwas gemacht, was das Jugendamt verhindern wollte und das Münchner Ja. Verwaltungsgericht. Jetzt hast du uns ja in der Öffentlichkeit als Journalist Einblicke gegeben in etwas, was das Jugendamt zurückgehalten hat. Und diesen Einblick hast du bekommen als Beistand, ja, und jetzt machst du es hier öffentlich. Jetzt ist ja genau das passiert, was die verhindern wollen. Ich sage nur, ich werde nicht über Hilfeplangespräche berichten mit vertraulichen Informationen, die nicht schwarz auf weiß bestehen. Aber für Sachen, die mittlerweile auf Papier vorliegen, kann ich darüber berichten. Ja, nur raus damit. Also. Und was auch so wird, noch weiterhin war, das war ja auch die Geschichte, Klaus. Wir führten das Hilfeplangespräch mit Rosenheim und da war dann die zuständige Frau vom Pflegekinderfachdienst aber dabei. Also da hat sie mit uns ein Hilfeplangespräch online geführt. Sie hat auch mit uns gesprochen, aber sie selbst möchte es quasi nicht machen. Also wo ist denn jetzt da noch der Unterschied? Also das ist ja auch völlig absurd eigentlich, gell? Also mit Naja, also dieser Fall, da werden wir sicherlich auch weiterhin darüber berichten, ist insoweit auch wieder mal interessant. Dann kriegen wir gleich nochmal die nächste Wendung. Zum 01.01.2023 hat hier offensichtlich die Richterin gewechselt. Das heißt also, die alte Richterin ist jetzt nicht mehr zuständig, auf einmal ist eine neue Richterin zuständig. Das Thema Richterwechsel kommt jetzt an verschiedenen Stellen häufiger vor. Auch Jessica, in deinem Fall hat ja jetzt auch die Richterin gewechselt. Ja, genau. In meinem Fall ist es jetzt auch so, dass die Richterin Hermann nicht mehr zuständig ist, sondern jetzt ist die Frau Richterin am Amtsgericht Köstner meine zuständige gesetzliche Richterin. Also wie gesagt, wann immer es möglicherweise vielleicht auch etwas viel Kommunikation über diese Themen gegeben hat, schwuppdiwupp,
kommt es gelegentlich vor, dass Geschäftsverteilungspläne geändert werden und dann ist auf einmal jemand anders zuständig und kann hier wieder neu anfangen. Ja, das ist eine gern gewählte Taktik. Wenn ein Richter keinen Bock mehr hat, in dem Fall zuständig zu sein, über den Freifall berichtet, dann kommt der Hinweis, dass sich im Geschäftsverteilungsplan was geändert hat und dass jemand anderes zuständig ist. Das, ich glaube, das habe ich jetzt schon so oft erlebt. Ja, das ist eine gern gewählte Taktik am Gericht. Übrigens, ich wollte noch eins sagen. In meinem Fall, ja, ich führe ja ein Verfahren gegen das Jugendamt Alb-Donau-Kreis am Verwaltungsgericht Sigmaringen. Und da, ich glaube, geht es jetzt schon 2 Jahre lang darum, dass mir die Akten alle gegeben werden vom Jugendamt. Ja. Und das hat das Jugendamt auch mehrfach unter dem Hinweis abgelehnt, dass ich ja Sachen aus den Akten veröffentlichen könnte. Ja. Also wurde da genauso argumentiert. Und wohlgemerkt, hier geht es nicht darum, dass ich beim Jugendamt Akteneinsicht beantragt habe, sondern ich habe ein Verwaltungsgerichtsverfahren. Mhm. Und da gehört es ja dazu, dass damit ich überhaupt erst das Verfahren richtig führen kann, ja, selber ermitteln kann, Anhörungsrecht und so weiter, dass ich Einblick in die Akte habe. Und das verweigert mir das Jugendamt. Also gleiche Masche, ja, unter der Behauptung, das könnte ja dann in die Öffentlichkeit gelangen. Wobei jeder weiß, ich habe immer anonymisiert, ja. Keiner kennt den Namen meiner Ex-Frau oder meiner Kinder in der Öffentlichkeit. Das wurde nie preisgegeben. Von daher gibt es da keine Gefahr. Und noch einen Punkt zur Beleidigung. Also, wie gesagt, ich wurde ja wegen Beleidigung des Richter Dr. Markus Bieler verurteilt. Übrigens auch deshalb, weil ich seinen Namen sehr oft genannt habe. Dazu habe ich ja einen Rap gemacht. Ja. Dr. Ja. Markus Bieler Rap, müsst ihr mal auf YouTube schauen. Beleidigung ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Ja. Und wenn man sich anschaut, ja, selbst so Leute wie, Mensch, wie heißt er, der Grüne, der jetzt kürzlich, aber vor ein paar Monaten gestorben ist, der selber Rechtsanwalt war, ja, dem wollte man auch das Leben schwer machen, Beleidigung. Oder wenn man sich den Vater von Boris Palmer, dem Helmut Palmer, anschaut, der saß insgesamt 400 Tage seines Lebens im Gefängnis wegen angeblicher Beleidigung, wo man heute weiß, das war keine Beleidigung, ja, sondern er hat Recht gehabt. Also es ist so, wenn die Macht kritisiert wird, ja, und zwar die Macht, die die Wahrheit beleidigt, die drehen die Wahrheit um am Gericht. Ja. Richter, Politiker verfolgen eine autoritäre Pädagogik und sagen, das ist das Kindeswohl. Ja. Das ist eine Lüge. Das ist eine Beleidigung der Wahrheit. Ja. Es ist für Kinder in einem demokratischen Staat, kann es einfach nicht im Sinne des Kindeswohls sein, dass das Kind einmal eine Elterndiktatur ausgesetzt ist nach der Trennung. Also es ist eine Lüge, die Wahrheit wird beleidigt. Aber wenn du das aussprichst und die Macht kritisierst, dann wirst du wegen Beleidigung, ja, weil die Macht fühlt sich beleidigt, in ihrer Macht die Wahrheit zu beleidigen. Ja, ich habe es ja auch erlebt. Ich bin ja auch von einer Anwältin angegangen worden, die mich jahrelang ja eigentlich beleidigt hat und verunglimpft hat und über mich Dinge geschrieben hat, die nie gestimmt haben. Wenn man sich dann sozusagen zur Wehr setzt, dann sind diese Menschen beleidigt und holen dann weit aus. Aber gut, auch da kann man damit leben und so what, so ist es halt. Ich hoffe ja auch in gewisser Weise auf die künstliche Intelligenz. Ich habe die Hoffnung, dass dann manche Entscheidungen vielleicht besser sind oder nicht so von menschlichen Fehlern behaftet sind, weil ich auch glaube, dass viele Entscheidungen so beeinflusst sind von der Persönlichkeit des Entscheiders, dass ich die Hoffnung habe, mit der künstlichen Intelligenz wird es vielleicht mal besser werden. Künstliche Intelligenz ist ein gutes Stichwort. Vielleicht können wir das zum Abschluss unseres Jahresrückblicks noch machen. Wir haben jetzt schon
Und der Vorschau. Fast Und 2 Stunden, ne? Und zwar, es gibt ja dieses ChatGPT, diese künstliche Intelligenz von OpenAI, die ich tatsächlich inzwischen einsetze für Schriftsätze ans Gericht. Und man kann auch auf YouTube sich Videos anschauen, ja, wie Menschen ChatGPT nutzen für juristische Arbeit. Ich muss sagen, dass es überraschend gut funktioniert. Also, wenn du Ideen hast, ja, Zusammenhänge, ja, also ich kann ja mal den Screen hier scheren. Ich habe es ja offen. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie mache ich das hier? Share Screen. So, genau. Dann habe ich Wir da sehen es noch nicht. ChatGPT. Warte, warte. Jetzt müsstet ihr es sehen. Also da ist ChatGPT, ja. Was habt ihr als Fall? Habt ihr eine Idee, was, also irgendeine Fallkonstellation? Fällt euch was ein spontan? Also ich habe heute mal auf Twitter gesehen, dass jemand ChatGPT gefragt hat, mach mal einen Witz über Männer. Okay, das ist jetzt nicht, was ans Gericht geht. Irgendwas von dem Fall, den ihr betreut oder vom eigenen Fall, wo ihr eine Frage habt an die künstliche Intelligenz, wie kann ich sowas am besten formulieren? Na, da könnte man ja sagen, ein Antrag, wenn man es Antrag auf Umgang. Okay, Antrag Antrag auf Umgang. Umgangsrecht. Antrag Umgangsrecht Eltern. Okay, dann tippe ich mal hier ein und dann mache es mal noch größer. Noch ein bisschen. Bitte schreibe mir einen kurzen Antrag an das Familiengericht, Amtsgericht, mit dem ich Umgang für meine, sagen wir mal, 2 Kinder nach Trennung von meinem Ex-Partner beantragen kann. Schauen wir mal. Besten Interessen, Kindeswohl. Na gut, Rückfragen zur Verfügung ist ein bisschen businessmäßig. Also ein Gericht wird ja nicht Rückfragen irgendwie stellen. Schön wäre es, vielleicht ginge es manchmal einfacher, wenn die manchmal einfach schnelle Rückfragen stellen würden, anstatt immer Ja. umständlich hin und her zu schreiben, wochenlang, ja. Sag mal, ich will noch, dass er einfügt, Verfahrenskostenhilfe. Ja. Bitte füge noch ein, dass ich Verfahrenskosten Hilfe beantragen. Oder nehmen wir mal an, jemand weiß noch gar nicht, was Verfahrenskostenhilfe gibt. Jetzt kann ich ChatGPT fragen. Gibt es eigentlich staatliche Unterstützung, weil mir das Geld für ein Gerichtsverfahren und einen Anwalt fehlt? Was kann ich tun? Also ich behandle jetzt ChatGPT wie einen Anwalt. Ich frage einfach. Ja, Prozesskostenhilfe. Ja, Beratungsschein ist auch gut.
Also das würde mir ein Anwalt eigentlich genauso sagen, oder? Ja, genau. Also habe ich mir schon mal 190 Euro Erstberatungsgespräch gespart. Das ChatGPT ist umsonst, ja. Da kann sich jeder dafür anmelden und das benutzen. Ja, ist toll. Ja. Okay, machen wir mal hier Stopp. Okay, dann sage ich, okay, prima, danke. Bitte baue in meinen Antrag ein, dass ich Prozesskostenhilfe beantrage. Okay, jetzt formuliere das Ganze nochmal und baue das dann da ein. Okay, das hatten wir schon. Okay, jetzt kommt's. Prozesskostenhilfe. Da ich über begrenzte finanzielle Mittel verfüge und die Kosten für das, genau. Heißt das, ich bitte um schnelle Bearbeitung? Ist es dann eigentlich ein Eilantrag? Okay, jetzt. Kannst du ja fragen. Genau, ist das ein sogenannter Eilantrag oder nicht? Ich kenne mich da nicht so aus, behaupte ich jetzt mal. Und ich mache das jetzt mal Du lügst den bewusst, Computer an. genau, ich mache das jetzt mal bewusst in so einer flapsigen Art, ja. Also finde ich eigentlich gut. Das wird hier in einfacher Sprache erklärt. Und macht noch die Unterscheidung zur Prozesskostenhilfe. Das ist doch gut. Dann frage ich mal, also würde es Sinn machen, dass ich einen Eilantrag stelle? Das ist jetzt eine typische Frage an den Anwalt. Macht alles Sinn, oder? Klaus, was sagst du als Spezialist, der bis zum BGH gegangen ist? Es ist beeindruckend, ohne Zweifel. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man auch ein Stück weit verstehen, wie kommt es zu solchen Informationen. Ich habe verstanden, Hintergrund ist da das Maschinenlearning. Das heißt also, man hat ganz, ganz viel Informationen offensichtlich hier in eine Serverfarm letztendlich reingesteckt. Und letztendlich sind die Informationen, die man reinsteckt, dann auch die Ergebnisse, die irgendwo rauskommen. Ich denke jetzt mal, grundsätzlich halte ich das für eine sehr, sehr gute Sache auf der einen Seite. Man muss sich aber letztendlich auch ganz intensiv darüber bewusst machen, dass das letztendlich auch wieder ein Stück weit möglicherweise ein Thema ist, der Manipulation. Ja, du kannst es jetzt ChatGPT ja mal fragen, ob du jetzt hier die Johanna Harrer lesen sollst. Mach mal ein anderes Thema und dann würde dir sagen, ja, ist sinnvoll, dass du das lernst oder liest oder dass es nicht notwendig ist.
Die Gretchenfrage oder die ChatGPT-Frage. Oh, sehr diplomatisch. Sehr diplomatisch, ja. Oder aber wir müssen, oder aber in gewisser Weise, man muss es vielleicht lesen, um zu verstehen, wie manche Entscheidungen sind und wie die zustande kommen. Ich habe noch eine Idee für den Antrag. Also sagen wir mal, ich hätte gerne, dass unsere Kinder gleich viel Zeit bei beiden Eltern, bei beiden getrennt lebenden Eltern verbringen. Wie muss ich vor Gericht argumentieren und gibt es dazu schon wichtige Entscheidungen? Ich tue es mal so, wie wenn ich wirklich ein Newbie bin und gar keine Ahnung habe. Verwende auch hier ja keine Fachbegriffe wie Wechselmodell oder BGH oder so. Und ihr seht ja, ich habe jetzt gerade das Thema gewechselt, also von dem Haro-Buch zurück zum Antrag. Und ChatGPT merkt sich die ganze vorherige Konversation zu dem Thema. Das Wohl des Kindes, ne? Dann muss man als nächstes fragen, wie kann ich das Wechselmodell verhindern? Ja. Oder wie kann meine Frau es verhindern, mein Ex-Partner? Eine gute Frage. Das ist quasi eine strategische Frage, auf was muss ich mich im schlimmsten Fall vorbereiten? Aber es argumentiert ja im Sinne der demokratischen Erziehung hier. Wille der Kinder. Ja, das ist doch, ich meine, das ist eine astreine Beratung. Die Punkte sind alle gut. Ja, ja. Ja, keine feste Regelung. Während hingegen eine Psychologin, eine Kinderpsychologin mir erzählt hat, dass die feste Regelung sei, dass die Kinder alle 14 Tage beim anderen Elternteil sind und nicht was. Ja. Das ist ihre Meinung, das sieht sie so. Alle 14 Tage, du meinst ja, jedes hat Wochenende? Eine Psychologin, ja, das Residenzmodell. Genau, das hat eine Psychologin mir erzählt, ja, eine Kinder- und Jugendtherapeutin hat mir das erzählt. Ja, die in Glonn ist. Hört sich wieder nach autoritärer Pädagogik an. Ja. Also das ist, so kannst du psychologische Einschätzungen, ja, ob jetzt von einer Professor Dr. Sabine Walper, die, ich glaube, das Deutsche Jugendinstitut mittlerweile leitet, das ja, ich glaube, zu 80% vom Bundesfamilienministerium finanziert ist. Also ganz zufällig die Sachen wissenschaftlich empfiehlt, ja, ich würde sagen, pseudowissenschaftlich, weil halt autoritär prinzipiell basierend. Die auch die SPD oder die Grünen, ja, die Grünen leiten ja jetzt das Bundesfamilienministerium, vorher SPD, eben politisch auch der Meinung ist. Jetzt frag doch bitte mal den Computer, wie der Ex-Partner argumentieren muss, dass es nicht funktioniert. Das Wechselmodell nicht angeordnet wird. Ja, Wechselmodell wurde vorher, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Nee, wurde nie gesprochen. Damit es nicht klappt. Oder damit
das Gericht gegen mich entscheidet und die Kinder nicht gleich viel Zeit bei beiden Eltern verbringen. Gut so? Mhm. Also Schreibfehler machen nichts, das kann ChatGPT auch verkraften. Ah, jetzt kommt's. Das sind jetzt sachliche Argumente, das ist jetzt noch alles nichts Strategisches. Okay, soll ich mal stoppen und fragen, was man quasi Unfaires machen könnte? Nö, lass mal laufen. Bogenkonzern. Das sind jetzt ja, die Kindeswohlbegriffe, die da jetzt sukzessive kommen, aber er muss jetzt dann unter Umständen auch auf Konsens. Mangelnde Erziehungsfähigkeit ist natürlich kritisch, weil das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, man kann die Erziehungsfähigkeit nicht feststellen. Mhm. Also mich wundert, dass er jetzt nicht mit Kommunikation und Kooperation kommt. Das stimmt. Das ist ein wichtiger Aspekt an. Mit welchen unfairen Mitteln könnte sie verhindern, dass die Kinder bei beiden Eltern sind? Bingo. Da spricht das wahre Leben. Bingo, Verweigerung des Kontakts. Bingo, Beeinflussung der Kinder. Ach herrje. Also ich glaube, ChatGPT. Das ist wahre Leben, ne? Ah, Erfindung von Vorwürfen. Jetzt kommen wir aber ganz nah ans echte Leben. Mhm. Jetzt müsst ihr jetzt noch vorlesen. Kannst du es auch gleich noch vorlesen lassen? Dann wird die Video. Verweigerung der Zusammenarbeit. Yay. Ja. Da ist es, Klaus. Ja, das ist fehlende Kommunikation und Kooperation. Ja. Es ist wichtig zu beachten, dass diese unfairen Mittel verboten sind. Also, ja. Okay. Wollt ihr sonst noch irgendwas ausprobieren mit ChatGPT? Ich glaube. Also es ist schon interessant, es ist gut und es wird sich wahrscheinlich immer besser entwickeln mit zunehmender Zeit. War mal interessant, ja. Also wie gesagt, ich bin da immer noch zweifelnd, weil letztendlich auch wenn Suchergebnisse und sonst was ist, ist es immer wichtig, dass die Leute sich erstmal ihre eigene Meinung dazu bilden. Aber dafür ist es natürlich hervorragend geeignet. Und ich benutze ChatGPT auch mittlerweile für unsere Artikel. Ja? Also wir haben ja verschiedene Autoren, euch zwei, aber noch andere, die immer wieder mal was schreiben für Freifam. Das schreiben die als Entwürfe und dann schaue ich mir es an, ich redigiere es und gebe es dann frei als Chefredakteur. Und wenn ich jetzt hier mal auf Freifam gehe, ich nehme mal irgendeinen alten Artikel von mir, gehen wir mal ins Journal. Ja, und ich würde jetzt mal so eine Passage durch ChatGPT durchlaufen lassen. Oh, da, ich habe schon früh das diktatorische Umgangsrecht. Ja. Also ich nehme jetzt mal hier die ersten drei Abschnitte. Ja, nehmen wir an, das ist jetzt ein Entwurf, den jemand für Freifam geschenkt hat. Dann sage ich einfach, bitte
formuliere Folgendes besser. Doppelpunkt. Ich muss gar keine Anführungsstriche machen, sondern hier so Copy-Paste. Also da haben wir das, was ich da jetzt reingetextet habe. Ja, also mein Text fängt an, wer mit der naiven Vorstellung in eine Verhandlung vor dem Familiengericht geht. Und er macht daraus, wer mit der Annahme in ein Familiengerichtsverfahren geht, dass es um einen sachlichen Austausch von Argumenten geht, wird schnell enttäuscht sein. Also könnt ihr entscheiden, was besser ist, ja? Im Familiengericht sind Logik, Vernunft, Fairness und Gerechtigkeit nicht von Bedeutung, da das Ziel darin besteht, Konflikte zu vermeiden und den sozialen Frieden wiederherzustellen. Was habe ich geschrieben? Logik, Vernunft, Fairness, Gerechtigkeit und andere aus einer gesunden demokratischen Streitkultur herrührende Grundannahmen sind dort fehl am Platz. Na, das hat jetzt aber von der Bedeutung her verändert. Ja, hat verändert. Okay. Hat er nicht verstanden. Also das ist halt vielleicht der Teil, ja, wenn du, wie wir, kritisch an den gesellschaftlichen Aspekt rangehst, der von der herrschenden Mehrheit anders gesehen wird. Was macht dann ChatGPT daraus? Ja? Also im Grunde, ich müsste jetzt sagen, hey ChatGPT, ich habe das anders gemeint. Und dann wird es auch deine Sichtweise sozusagen annehmen und es dann in deinem Sinne formulieren. Und dann kommt natürlich die Frage, okay, ist ChatGPT erstmal quasi so geprägt, ja, durch dieses neuronale, dieses künstliche neuronale Netzwerk, dass es erstmal der Allgemeinsicht zugewandt ist. Und dann musst du das quasi trainieren in deinem Chatverlauf so, dass es deine kritische oder davon abweichende, sozusagen deine Minderheitenmeinung auch respektiert. Aber das musst du dann halt selber schauen, ja. Also da. Ja, also wie gesagt, ohne eigene kritische Sicht auf die Dinge, die Maschine ist noch nicht geeignet dafür, hier wirklich die persönlichen Entscheidungen zu treffen. Da sind wir Gott sei Dank noch weit weg. Das Interessante ist, der Geschäftsführer von OpenAI, habe mir auf YouTube ein Interview mit ihm angeschaut, ein neueres, das sagt er, dass es Ziel sein muss, dass die künstliche Intelligenz nicht wie OpenAI quasi das ganze Internet durchforstet, sammelt und dann, wie wir jetzt hier gesehen haben, erstmal so eine Mehrheitsmeinung vertritt, ja, und dann musst du das korrigieren, sondern dass du dir deine eigene künstliche Intelligenz schaffen kannst, die quasi wie ein Klon deiner Intelligenz ist, damit die quasi, ja, ich mache dann hier so ein paar Freiformartikel mit meiner künstlichen Intelligenz und dann kapiert die, wie ich tick, und dann macht die das in Zukunft automatisch und übernimmt quasi meine Sichtweise und schreibt das Ganze so. Ist natürlich ein bisschen wie der Facebook-Stream, ja. Also der Facebook-Stream ist ja auch auf meine persönliche Sichtweise ausgerichtet, ja, damit ich auch in Facebook immer schön durchklicke und mir die Sachen gezeigt werden, an denen ich interessiert bin, wodurch ja diese sogenannte Bubble gibt, ja, diese Meinungsblase, die da entsteht. Dann ist die Frage, passiert sowas dann mit künstlicher Intelligenz auch? Ja, wenn meine künstliche Intelligenz quasi ein Klon meiner biologischen menschlichen Intelligenz ist, sind wir dann alle in so einer persönlichen Bubble, gibt es dann eine Gruppen-KI, ja, haben dann die Familienrichter alle ihre KI, ist auch eine spannende Frage. Ja, weil die rüsten ja sozusagen auch auf, wenn wir hier auf Seite der Bürger eine KI nutzen, um Schriftsätze, und ich habe übrigens schon Schriftsätze versandt, in denen ich zum Teil 10 Passagen aus ChatGPT übernommen habe, ja, ein bisschen vielleicht geändert habe, aber die zum Teil astrein etwas noch besser formuliert haben, als ich es je gekonnt hätte. Ja. Bin mal gespannt, ob das die Richter merken, ja, dass sich das plötzlich anders anhört. Aber dann rüstet der Staat natürlich auch auf, ja. Dann arbeiten die Richter auch mit KI, ja, und dann wird die KI in Zukunft das denen kann dauern, Entwurf machen. Naja, es wird ja
Es wird ja kolportiert, dass in dieser ursprünglich dieser Studie, die es jetzt nicht mehr gibt, vom Dr. Rücker, dass der da an dieser Stelle auch in einem gewissen Umfang, ich sage jetzt mal, künstliche Intelligenz eingesetzt hat, habe, um letztendlich Beschlüsse von Familiengerichten, ich sage jetzt mal, systematisch zu analysieren. Interessant, das ist natürlich cool. Ja, Jessica, du hast recht. Also wenn wir uns vergegenwärtigen, dass ja erst seit 1. Januar diesen Jahres, ja 1. Januar 2023, Gesetze online vom Staat veröffentlicht werden, ja, und es vorher ja immer in Papierform war. Mhm. Und ich glaube, das Papier, das da gedruckt wurde für neue Gesetze, hat sich im Jahr, wenn du das gestapelt hättest, ich glaube, auf eine Höhe von 1,5 Kilometer oder so, ja. Und das Internet wurde wann erfunden? Ich glaube, 93 oder so, also erfunden in Anführungsstrichen von dem Tim Berners-Lee. Dann haben wir jetzt 30 Jahre, die vergangen sind, ja. Also das heißt, bis hier in den Gerichten, in den Jugendämtern künstliche Intelligenz einzugehen, kann es auch locker 30 Jahre dauern. Von daher ja, haben wir als Bürger wahrscheinlich da 30 Jahre lang jetzt vielleicht einen Vorteil. Ja. Naja, gut, die Rechtsprechung von 1956 bis 1994 hat ja auch ein bisschen gedauert. Genau. Vielleicht können wir das beschleunigen, indem wir uns künstliche Intelligenz bedienen. Ja. Gut, habt ihr noch ein Thema, das ihr besprechen wollt? Letztlich wird es nur noch darum gehen, was ist der Ausblick, was erwarten wir für dieses Jahr? Was wird passieren im familienrechtlichen Bereich? Habt ihr Prognosen? Wird der Bundestag, die FDP, sag mal, sich mit gewissen Themen durchsetzen und entwickeln? Kommt von irgendeiner anderen Seite möglicherweise eine Entwicklung zustande? Was ist da eure Erwartungshaltung? Leider, also, leider. Ich denke mal, dass es ein bisschen fortschrittlicher wird und menschen- und kindesorientierter. Da wird es leider, glaube ich, noch etwas dauern. Und ich glaube, das wird ganz langsam gehen, ganz langsam, ganz langsam. Aber mich hat entsetzt, dass jetzt die Unterhaltspflichtigen zum 1.1. noch mehr bezahlen müssen, obwohl die Lebenshaltungskosten so gestiegen sind. Also da müsste dringend was geändert werden, der Selbstbehalt deutlich erhöht werden. Jetzt hängt das Bild. Ja, also dein Bild läuft, Klaus, und ich glaube, die Jessica, da ist irgendwas mit dem Internet. Mhm. Okay, jo. Ja, bis sie zurückkommt. Gute Frage. Also, was ist deine Perspektive? Auf politischer Ebene, die FDP hat jetzt, ich glaube, seit 2 Jahren passiert da nicht so. Die Jessica kommt sicher bald zurück. Die FDP hat ja das Wechselmodell in ihrem... Okay, Jessica? Hallo? Ja? Ja, okay, wir hören dich, aber wir sehen dich nicht. Ja, Moment. Bin wieder da. Ja, dann lass mal die... Okay, Jessica, mach weiter. Ja, also ich hoffe, dass manche Entscheidungen ganz schnell gehen und ich hoffe, dass der Begriff Kindeswohl nicht mehr so oft missbraucht werden wird in der Zukunft von allen möglichen Seiten. Manchmal habe ich das Gefühl, je öfter der Begriff Kindeswohl genannt wird, desto mehr ist es eigentlich eher eine Kindesgefährdung. Und man versucht durch den Begriff Kindeswohl, Kindeswohl, Kindeswohl immer das anders darzustellen. Fast wie Dr. Markus Bühler. Ja, ja. Ansonsten in Bayern zum Beispiel haben wir da Zustände, ja zum Beispiel in Rosenheim, da gibt's ja, kann man ja nicht mal eine Verhandlung machen über Videochat, da heißt es dann, die Technik fehlt, also da müsste ja so viel getan werden.
Und der Markus Söder hatte damals noch gesagt, Bayern ist Hightech, aber das sehe ich nicht. Also es gäbe viel, viel Bedarf, was man tun müsste. Okay. Also du nochmal, Sandro, deine Perspektive zur Politik. Ja, die FDP hat ja das Wechselmodell in ihrem Wahlprogramm für den Bundestag drin gehabt. Seit 2 Jahren ist zumindest äußerlich sichtbar nichts passiert. Ich weiß ja so ein bisschen auch, was intern bei der FDP passiert. Also ich glaube, dass nach diesen Informationen, die ich habe, das Thema bis jetzt eigentlich geschlafen hat. Jetzt waren ja so ein paar Vereine, ja, wie der Federbuch für Kinder oder dieses FKIR und dieses FIS oder so, Papa, Mama auch, die sich ja alle so fürs Wechselmodell einsetzen, waren ja jetzt beim Bundesjustizministerium. Das war aber nicht mit dem, das Gespräch nach meinen Informationen, nicht mit dem Bundesjustizminister selbst, sondern mit irgendeinem Sekretär, ja, da. Im Grunde hat man sich nach meinen Informationen da einfach angehört, was die Vereine sagen, hat aber nicht irgendwie gesagt, ja, nächste Legislaturperiode greifen, packen wir das Thema an. Also da kam nichts Definitives, ja. Also es ist immer noch vage, unklar, ob da was passiert. Meine Einschätzung ist, weiß nicht, ob ich jetzt. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ob ich mich jetzt von Hoffnung leiten lasse oder hier realistisch bin. Ich denke, dass der Marco Buschmann es versuchen wird. Also, was ich so sehe, was ja mit was er mit der, wie heißt die von den Grünen, die Paula oder sowas irgendwie, die Bundesfamilienministerium, kann mir den Lisa Paus. Lisa Pauls irgendwie, ja. Paus. Kann mir die Namen von so Leuten so schlecht merken, die Kindern in Trennungsfamilien meiner Meinung nach schaden mit ihrer Politik. Er macht ja ein paar Sachen mit der Lisa Paus, wie auch immer, die Grüne, ich sag mal, die so nicht ganz FDP sind, aber wo ich sehe, dass die FDP ihr entgegenkommt und vielleicht fordert die FDP jetzt ein, okay, jetzt kommt ihr uns entgegen, ja, und wir machen das jetzt mit dem Wechselmodell. Wobei ja im Koalitionsvertrag das Wechselmodell als Wort konkret nur einmal auftaucht, nämlich bei der Mediation, ja, dass die Koalition umsetzen wird, dass bei Mediationen, bei Trennungsfamilien auf das Wechselmodell hingewirkt wird. Ich sag mal, das ist so ein erster zarter Schritt in die Richtung. Es steht nichts im Koalitionsvertrag, dass man hier gesetzlich das Wechselmodell als Standard, als Leitbild, wie auch immer, etablieren will. Von daher befürchte ich, dass in der Koalition jetzt nichts passieren wird. Aus diesem Grund überlege ich mir, ich würde, also Freifam wird es natürlich weitergeben, wir werden weiter kritisch berichten. Ich habe ja da mein eigenes Beef mit dem Landtag in Baden-Württemberg, ja, wo ich gesagt habe, die Direktorin des Landtags, die war ja in unserem Fall zuständig, die hätte den Dr. Markus Bühler ablehnen müssen als Richter. Ja, ich habe da argumentiert, dass das, was er da entschieden hat, dass das nicht verfassungsgemäß ist. Ja, es kann nicht sein, dass ich meine Kinder schädige, wenn ich sie darüber aufkläre, dass sie das Recht haben auf beide Eltern. Das ist völliger Wahnsinn. Aber das hat die nicht als Problem gesehen. Da habe ich halt veröffentlicht, dass sie pervers gegen meine Kinder entschieden hat. Ja, auf rechtlicher Ebene pervers, weil mit seinen Kindern über ihre Kinderrechte zu reden, das als Kindeswohlgefährdung einzuschätzen, ist juristisch pervers. Ja, dann habe ich noch den Dr. Rückert zitiert, den du ja auch gerade genannt hast, der gesagt hat, dass Eltern-Kind-Entfremdung, das, was meine Ex-Frau macht mit meinen 3 Kindern, die nur bei ihr leben, ist eine emotionale Vergewaltigung von Kindern. Ja, dann habe ich gesagt, dass die Landtagsdirektorin, die Frau Christine Werner heißt, dass die auch psychisch pervers gegen meine Kinder entschieden hat, weil sie diese emotionale Vergewaltigung aufrechterhält, indem sie den Dr. Markus Bühler
nicht abgelehnt hat und ihn weiter quasi in der Zuständigkeit beließ für unseren Fall. Und ich habe noch, was habe ich noch? Irgendwas anderes. Auf jeden Fall hat der Landtag dann gegen mich geklagt. Das Ganze, da war im September dann Verhandlung. Jetzt gab es ein paar Ablehnungsanträge von mir. Jetzt läuft gerade nichts. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ist, dass ich dieses Verfahren nutze, um genau das aufzuzeigen, was ich hier gesagt habe, nämlich, dass wie in meinem Fall entschieden wurde, und nicht nur in meinem Fall, sondern dass es eine systematische Diskriminierung von Trennungsfamilien ist, weil dem Kindeswohl autoritäre Erziehungsvorstellungen zugrunde gelegt werden. Und das werde ich zeigen, das werde ich beweisen mit mehreren psychologischen Gutachtern, die ich als Sachverständige Zeugen kommen lassen werde. Ich werde auch versuchen, dass die Leute, die alle involviert waren bei uns, inklusive dem Dr. Markus Bühler, Dr. Markus Bühler, um auf diesen Rap mich zu beziehen, dass man die alle als Zeugen vor Gericht bringt und dass sich zeigt, dass sie eine Gesinnungsjustiz gemacht haben, und zwar im Sinne einer autoritären Pädagogik. Das ist die Gesinnung. Das ist das, was dieses System zusammenhält. Und ich werde auch so argumentieren, ja. Ich muss ja diese Beweisführung machen können dürfen, weil ich kritisiere ja den Staat, jemand wie die Landtagsdirektorin, die hier zulässt, dass meine Meinung, meine öffentliche und private Meinung bestraft wird, indem ich die Kinder nicht mehr sehe. Ja. Da ist sie Teil dieses Systems. Und was ist dieses System? Ja? Das werde ich zeigen. Und da ist interessant, wenn man sich von der juristischen Logik her das anschaut, dass ja München, ja, da war ja diese Verhandlung gegen diesen Demjanjuk, diesen, was war der KZ-Wärter, ja, und da hat ja die deutsche Rechtsprechung dann sich verändert. Und zwar vorher hieß es immer, um jemanden wegen Mord zu verurteilen, muss er die Tat begangen haben. Ja? Der muss den Menschen ermordet haben. Bei dem KZ-Wärter Demjanjuk hat man dann argumentiert, dass das System die Tat ist. Er war Teil. Ja? Man konnte nicht nachweisen, dass er tatsächlich jemanden in dem KZ ermordet hat. Ja? Aber man hat gesagt, er war Teil des Systems. Er hat das Verbrechen mitbegangen und ist deshalb zu verurteilen. Und ich werde so argumentieren, ja, also ich sage damit jetzt nicht, dass die Leute, die in meinem Fall hier die Verantwortung tragen, Nazis sind, ja, und KZ-Wärter. Was ich sage, ist auf einer psychischen Ebene, ja, auf einer pädagogischen Ebene, ist das System. Das System ist die Tat. Das System, der Glaubenssatz der autoritären Erziehung, da wurden alle Entscheidungen geleitet davon, von diesem autoritären Axiom. Und das ist das System. Das ist die systematische Diskriminierung, die nicht nur mir passiert, sondern in Karlsruhe gab es genau einen baugleichen Fall, wo, ich darf nicht viel verraten, ja, weil ich darf es noch nicht öffentlich nennen, aber in Karlsruhe, so viel darf ich sagen, wurde auch gesagt, dass das Kind gefährdet wird, weil der Vater mit dem Kind über das Wechselmodell gesprochen hat. Ja. Also das hält jetzt Einzug in der Gerichtsbarkeit in Baden-Württemberg. Ich weiß nichts außerhalb von Baden-Württemberg. Könnte es auch geben, aber ich würde sagen, Baden-Württemberg meiner Meinung nach, ist es eine Kindeswohldiktatur, die von autoritärer Pädagogik getrieben ist. Und da steckt mit drin die Landtagspräsidentin, ja, die ja im Namen des Landtags gegen mich geklagt hat. Und das ist ja, wenn man sich das überlegt, die sagt, dass ich lüge. Ja, wenn ich sage, dass ich mit meinen Kindern politisch erpresst werde, ja, wenn man behauptet, ich würde die gefährden, weil ich mit ihnen über das Wechselmodell rede, sage ich, das ist eine politische Erpressung mit meinen Kindern. Ich soll aufhören, mit denen über das Wechselmodell zu reden. Und im ersten Beschluss von Dr. Bühler war ja auch drin, dass Freifahren eine Kindeswohlgefährdung sei. Ja. Also wenn ich öffentlich über das Wechselmodell schreibe, ist das eine Gefährdung. Das haben sie dann zurückgenommen, ja, weil das ist ja die Sozial-. Also nee, es wurde nicht zurückgenommen, sondern es hat einfach einen neuen Beschluss gegeben. Genau, es hat einen neuen Beschluss gegeben, wo man aber nicht gesagt hat, das war falsch, ja, sondern das wurde dann einfach nicht mehr erwähnt. Mhm. Und da steckt auch der Verwaltungs-, Verfassungsgerichtshof in Stuttgart mit drin.
Da steckt die ehemalige Präsidentin des Oberlandesgerichts drin, da steckt der ehemalige Präsident des Landgerichts Ulm drin, da steckt der Leiter der Staatsanwaltschaft Ulm drin, die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und so weiter, weil alle diese Gesinnung haben, dass es für Kinder am besten ist, wenn sie autoritär erzogen werden. Und da werde ich dieses Verfahren, das der Landtag gegen mich angestrengt hat, nutzen, um das zu skandalisieren, ja, weil da ist Presse da. Das letzte Mal waren, glaube ich, 2 Leute von der Presse da. Und ich werde alles tun, um das Ganze zu eskalieren. Ich weiß noch nicht, wie stark ich es eskaliere, ja, also welche Begriffe ich da nenne. Ja. Ich habe es ja hier schon gesagt, dass es meiner Meinung nach ein Psychoverbrechen ist, was in Deutschland passiert. Ob ich jetzt die Leute, die bei uns involviert sind, als Psychoverbrecher ansehe oder nicht, entscheide ich noch, ja, was ich dazu sagen werde in der Öffentlichkeit. Je nachdem könnte das bedeuten, dass ich dann auch vielleicht im Gefängnis ende, ja, irgendwann, wenn ich nicht aufhöre, die Wahrheit zu sagen. Muss man sehen, überlege ich noch, wie ich es mache, aber das ist für mich für 2023 das Ziel, weil ich glaube, politisch wird sich nichts tun. Und ich bin es meinen Kindern schuldig, ja. Also ich möchte nicht, dass meine Kinder dann in 20, 30 Jahren vor der gleichen Situation stehen und immer noch eine demokratische Erziehung gegen die autoritären Erziehungsvorstellungen des Staates verteidigen müssen. Bis dahin muss es durch sein, ja. Bis dahin muss das Wechselmodell Standard sein in Deutschland. Bis dahin muss ich wie bei den Homosexuellen die politische, juristische und auch bei den Jugendämtern, ja, die Ansicht der Exekutive ändern, weg vom autoritären Pädagogik hin zur demokratischen Erziehung in Trennungsfamilien, und dass der Staat hier einen Schutzraum für Trennungsfamilien erstellt, innerhalb dessen eine demokratische Erziehung möglich ist, anstatt dass der Staat wie heute eine demokratische Erziehung in Trennungsfamilien unterdrückt und die eine Elterndiktatur als Kindeswohl darstellt. Ja, dann sind wir uns wohl alle einig, von oben in Anführungszeichen aus der politischen Seite wird sich wohl wenig ändern. Wenn sich was verändert, dann sind es letztendlich Entscheidungen, die dadurch entstehen, dass hier Leute gegen das System angerannt sind. Ja, die Frage ist halt, in welcher Phase sind wir im System, ja? Also 1956 bist du einfach als Homosexueller knallhart ins Gefängnis gesteckt worden. Ja? Das war denen ja völlig egal. 1992 zum Teil ja auch noch. Also wo sind wir? Sind wir, was das Kindeswohl angeht, noch im Jahr 56? Sind wir im Jahr 80? Sind wir im Jahr 94, dass sich's ändert? Wir wissen es nicht, ja. Und je nachdem, ich denke, das kannst du gerade nicht prognostizieren. Ich meine, Anfang 1989 hast du auch nicht wirklich davon ausgehen können, dass sich die Mauer öffnet. Das sind erratische Prozesse, die da unter Umständen notwendig sind, beziehungsweise die einfach zu existieren beginnen. Und hinterher ist jeder überrascht. Also ich habe für mich gemerkt, wenn ein System übermächtig ist, ja, wie die Familiengerichtsbarkeit, und du dich einer großen Anzahl von mächtigen Menschen gegenüber siehst, ja, also wenn der Landtag gegen dich klagt, dann hast du quasi die herrschende Politik deines hast die volle Bundeslandes Aufmerksamkeit, ja, gegen dich, ja, genau. Das Einzige, was du machen kannst, ist entweder dich zurückziehen oder die Wahrheit sagen. Und immer wenn es komplex wird, ist die beste Wahl, die Wahrheit zu sagen. Denn du weißt nicht, was passiert. Ja? Du kannst nicht erwarten, wenn du die Wahrheit sagst, dann passiert dies oder jenes. Ja? Kannst du nicht. Du kannst einfach nur die Wahrheit sagen und dann schauen, was passiert. Wie gesagt, meine Blickweise geht über Jahrzehnte.
Meine Blickweise ist die, ich mache es für meine Kinder, dadurch ja auch indirekt für andere Kinder. Und sollen sie doch alle kommen, ja? Soll doch die Landtagspräsidentin kommen, soll doch ihre teuer bezahlte Anwaltskanzlei kommen, soll doch hier das Münchner Verwaltungsgericht kommen, ja? Vielleicht kriegen wir wegen diesem Video, dann kriege ich wieder ein nettes Schreiben von dem Herrn Niedermeyer vom Landratsamt Wolfratshausen, Tölz, weil der Name Frau Tham gefallen ist hier. Ja, ich weiß es ja nicht. Sollen sie alle kommen, ist mir Schnurz, Piep, Scheiß, Drecks egal. Ich sage die Wahrheit. Ich ermunter jeden, die Wahrheit zu sagen. Freifam wird weiter kritisch informieren und schauen wir, was passiert. Ja. Vielleicht ändert sich es in einem Jahr, vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 20 Jahren. Aber ich bin mir sicher, wenn meine Kinder in dem Alter sind, wo sie selber Kinder haben, und ich hoffe nicht, dass sie eine Scheidung durchmachen oder eine Trennung, ja. Und selbst wenn, dann darf es für die Kinder nicht mehr eine Katastrophe sein wie heute. Und ich bin mir sicher, dass es bis dahin vorbei ist, dieses autoritär-pädagogische Unrechtsregime, das in Deutschland im Subsystem des Familienrechts gerade noch im Gange ist und seit Jahrzehnten ja, Hunderttausende von Trennungskindern und Eltern geschädigt hat. Jo, dann haben wir noch ein bisschen was vor für die nächste Zeit. Lass uns daran arbeiten. Ja. Okay, dann danke ich euch für 3 Stunden Jahresrückblick. Es gibt ja Leute, die sich das anschauen. Ja? Also letztes Jahr gab es auch Kommentare dazu. Schauen wir mal, was diesmal die Kommentare sind. Danke an alle, die es soweit durchgehalten haben. Und schaut auf freifam.de. Wenn ihr Hilfe braucht mit Fällen, meldet euch bei uns auf der Website. Haben wir jetzt ja auch so ein Chat-Window unten rechts, da könnt ihr direkt live mit uns in Kontakt treten. Ihr könnt uns auch über ein Kontaktformular dort kontaktieren. Jessica und Klaus sind da eure Ansprechpartner, wenn ihr Hilfe braucht vor Gericht oder Jugendamt. Und wenn ihr auf Freifam veröffentlicht wollt, dann bin ich euer Ansprechpartner. Gut, danke euch beiden. Danke den Zuschauern und bis demnächst in diesem Kanal. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.